Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer von Legendary Games, wir haben wie immer die Möglichkeit gesucht, mit einem ehemaligen Designer und Programmierer von einem Klassiker zu sprechen. Und das ist uns heute gelungen und uns ist es eine sehr große Ehre, mit Rolf Dieter Klein sprechen zu können, der eines der Handelsspieler der 80er Jahre gemacht hat, nämlich Ports of Call. Herzlich willkommen, Herr Klein. Ja, hallo, hallo, Grüße auch alle, genau. Sehr gut. Ja. Wunderbar. Heute ist wieder Sascha an meiner Seite, der Hallo dieses zusammen. Spiel nachgeholt hat und mir im Vorfeld gebeichtet hat, dass er es immer schon spielen wollte. Im Gegensatz zu mir, der es damals auch tatsächlich in den frühen 90ern gespielt hat, und zwar die PC-Version, die Amiga-Version hatte ich damals nicht. Unterschiede und sowas kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf, beziehungsweise was es mit dem Spiel auf sich hat. Aber zunächst mal zu Ihnen, Herr Klein. Sie haben ja einen ja, sehr bewegten und sehr interessanten Lebenslauf, was die eigene Karriere angeht und auch die IT-Welt an sich. Und da wäre erstmal eine Frage, die ich nirgends klären konnte, und zwar, wie sind Sie zum ersten Mal mit Computern in Berührung gekommen in Ihrer Generation und dann auch Ihren Einstieg in die IT? Denn wir haben unter anderem erfahren, dass Sie mit 15 bereits Ihr erstes Buch geschrieben haben. Ja, fast etwas später, aber genau, das passt schon. Im Prinzip bin ich bei der Fabrik meines Vaters. Wir hatten damals 200 Angestellte im Bereich Elektronik, Lehrmittel, auch Oszillographen damals noch genannt, war noch mit dabei. Und da gab es auch die ersten Lehrcomputer. Das ist also sehr früh, wir reden so über, was war das, 65, 69 ungefähr rum. Da gab es noch keine Mikroprozessoren und sowas ähnliches, sondern richtiges pures Zeug mit Transistoren. Und da habe ich angefangen, direkt Maschinensprache mit diesem Lehrsystem sozusagen zu erspielen. Und mich dann damals, das war so, ja, waren wir so 10, 11, 12 Jahre alt, da gab es halt noch nichts. Auf Messen dann mal so die ersten programmierbaren Taschenrechner, die man einigermaßen mal bedienen konnte. Nicht die Großrechner, kam ja nicht ran. Hat man sich mal was ausgeliehen, hat dann damit experimentiert und so kamen die allerersten Rechner, bis dann halt so 72, 71 rum die ersten Mikroprozessoren auftauchten. Und da hatte ich dann auch das Glück, dann erste Eval-Boards und sowas zu bekommen, um damit zu experimentieren, eigenes Datensichtgerät dazu gebaut. Man musste sich damals wirklich alles bauen. Das ist ja, wenn man heute von Selbstbaucomputer redet, dann steckt man bestenfalls Karten zusammen. Damals hieß Selbstbaucomputer, wir haben jetzt eine Tüte voller ICs, Leiterplatten selber machen, alles eigentlich mehr oder weniger. Wenn man Eval baut, hat man ein bisschen weniger machen müssen, aber das Datensichtgerät musste man dann fädeln und verdrahten und einen Fernseher anstecken als Sichtgerät und so weiter. Also es war dann noch Pionierarbeit eigentlich damals, ja genau. Sie spielen also in der gleichen Klasse wie Wozniak oder wie Bill Gates, die ja auch am Anfang die eigenen Heimrechner zusammengesteckt haben und das auch in so Bastelsets gemacht haben. Das war mehr oder weniger auch die gleiche Zeit, eigentlich mehr oder weniger, plus minus, ja, genau, richtig, ja. Also ein Mann der ersten Stunde. Und weiter ging es ja danach. Sie wurden deutschlandweit bekannt, vor allem auch durch Rundfunk, Funk und Fernsehen, also Genau, Rundfunksendungen. das ist richtig, ja. Ich kam über das Schulfernsehen vom Norddeutschen Rundfunk eigentlich zu dem Fernsehen überhaupt, vorher mal kurze Auftritte gehabt und hatte da einen Regisseur kennengelernt und wir haben dann halt Drehbücher geschrieben, didaktisches Zeugs für die Schulen, wie man einen Computer selber baut, weil ich hatte schon ein paar Bücher bis dahin veröffentlicht gehabt, das war ja dann zur Studienzeit auch schon und so wurde das Schulfernsehen auf mich aufmerksam, die haben damals nach Autoren halt auch gesucht und dann haben wir halt eine Serie entwickelt, auch mit den passenden Platinen und Bausätzen und so weiter und dann auch vor Ort beim Norddeutschen Rundfunk die harte Karriere des Fernsehens und Moderierens durchgezogen. Bei der Gelegenheit hatten wir uns beim Drehbuchschreiben damals die Zeit vergnügt, als Entspannung halt C64-Spiele zu spielen. Und so kamen wir eigentlich, um gleich den Haken zu Ports of Call zu kriegen, mit dem Regisseur Martin Ulrich, der ja auch als Autor mit dabei ist, der sich in Sachen Schifffahrt sehr gut auskennt, weil er ist in Bremen und da kennt man sich dann einfach mit Schifffahrt aus. Und auch als Regisseur noch speziell hat er sich mit dem Thema häufig beschäftigt, kamen wir auf die Idee, wir hatten damals Spiele wie Hanse und sowas gespielt, das, so Wirtschaftssimulationen, die haben uns eigentlich gut gefallen und sagt, eigentlich müssen wir was selber machen. Das war eigentlich so der Start dafür. Und da haben wir dann quasi neben dem Drehbuch vom NDR auch gleichzeitig noch ein Drehbuch für unser Spiel geschrieben und einfach mal angefangen, das Spiel zu programmieren mit Amiga. Damals, weil das halt der Rechner war, mit dem man auch Grafik vernünftig darstellen konnte. Da hatte man zwar für heutige Mittel nicht viel, 256 Farben und 320x240 Bildschirmauflösung und so weiter, aber das hat sehr schöne Spiele damals. Defender of the Crown zum Beispiel ist ja auch sehr schön. Ja. Der Grafiker, den haben wir dann später bei Aegis auch kennengelernt, der uns auch dann die Grafiken überarbeitet hat. Und so sind wir dann eigentlich zu dieser Spielgeschichte auch gekommen damals, um auch mal selber was zu machen, ja. Sie haben Also ja da, praktisch, Entschuldigung,
Entschuldigung, Dominik, Sie haben nämlich schon die Frage vorweggenommen. Ich habe im Intro-Screen nämlich gelesen, Mr. Sex war Grafiker von Ihnen. Heutzutage kommen wir ja in Anführungszeichen relativ einfach an Adressen oder Kontaktdaten durchs Internet. Aber damals war es ja auch eine andere Geschichte. Also er stand bestimmt nicht in den gelben Seiten unter Grafiker. Ganz sicher nicht. Nein, den haben wir über Aegis kennengelernt, weil wir hatten Aegis dann wieder kennengelernt, als Spielehersteller auch kontaktiert. Und damals musste man halt dann wirklich nach USA fahren, also LA, und in das Studio dann rein bei den Leuten. Und dort haben die uns dann auch gesagt, wir machen gerade ein paar andere Spiele auch für die Firma Aegis. Der Jim Sachs und Jean Labarre heißt der andere Autor mit. Beide haben dann an den Grafiken mitgearbeitet. Und so sind wir auf die gekommen und dann haben wir uns halt dann später über Internet bzw. über Modem, damals gab es ja mit dem Internet, war das ja alles noch ganz in den Anfängen, das gab es ja noch gar nicht. Ja. Da musste man halt viel Daten austauschen über Modems einfach und so. Aber das ging dann schon, elektronisch konnte man da schon einiges machen. Genau, und so sind wir an die Grafiker gekommen und auch an die Firma damals, an die erste Vertriebsfirma, mit der wir dann leider auch etwas Unglück hatten, aber das ist dann eine andere Geschichte. Das ist die Geschichte von Boards of Gold, die da auch noch dahinter steckt. Genau. Sie sagen, Sie sind an den Grafiker gelangt. Derjenige hat ja bei Defender of the Crown sehr negative Erfahrungen gemacht, dass er sehr viele Artworks erstellt hat, die dann verworfen wurden. Wurden bei Ihnen auch Grafiken, die vielleicht aufgrund von Speicherplatzmangel oder aufgrund von Diskettengröße oder weggefallenen Features, wurden da bestimmte Materialien erstellt, die danach nicht verwendet wurden? Nein, eigentlich nicht. Also das war relativ straightforward. Wir hatten aber auch schon praktisch für alle Grafiken Vorlagen gemacht, halt selbst gezeichnete Sachen, die jetzt lange nicht die Qualität hatten, natürlich von dem, was der Jim Sachs da gemacht hat. Das war ja wirklich genial, mit wenig Pixeln und wenig Farben auch tolle Zeichnungen zu machen. Aber nachdem die Vorlagen da waren, war das Problem ja nicht mehr so groß, weil das war vom Speicherplatz ja alles schon vorgesehen. Wir hatten das Spiel jetzt schon zum Laufen, auch mit den Bildern und so weiter, und dann ging das auch. Also das war nicht das Drama. Wir haben das dann auch, das waren ja auch, ich weiß jetzt gar nicht mal, waren das, glaube ich, zwei Disketten und sowas, aber das konnte man dann laden und von daher, das ging schon, ja. So wahnsinnig viel Grafiken waren das jetzt auch nicht. Aber da wurde auch nichts mehr verworfen. Das wurde alles eins zu eins eigentlich übernommen. Ja. Also die Grafik wurde ja damals sehr gelobt. Auch diese kleinen Minibilder, wenn man in die Städte reinfährt, sind ja alle individuell. Die Absolut. Schiffe sehen gut aus im Menü. Es gibt einen animierten Aufzug. Es gibt ein entsprechendes Büro, was sehr schön dargestellt ist. Man darf ja nicht vergessen, in welcher Zeit man sich bewegt. In den 80er Jahren war das alles sehr hochwertig, auch grafisch. Und wurde auch entsprechend von der Leserschaft von irgendwelchen Spielemagazinen honoriert und auch von den Autoren dort wurde das Spiel durchaus gelobt. Was ich mich immer gefragt habe, Sie haben ja unter anderem vorher angesprochen Kaiser, Hanse, Vermeer, vielleicht auch noch Elite, ja, also Elite ja, als Spiel, was Ihnen in die Finger gekommen sind. Das sind aber alles so diese Elite vielleicht jetzt so als Mischung, alles Spiele aus dem Handelsgenre und das ist ja ein sehr typisch deutsches Genre. Hatten Sie damals einfach Lust, ein Computerspiel zu machen oder war das, weil Sie die Genres gespielt haben, so wie Sie es vorher gesagt haben, oder hatten Sie vielleicht auch so ein bisschen den internationalen Markt im Auge, weil die Spiele haben ja auch Actionanteile und das haben ja deutsche klassische Handelssimulationen in der Zeit eigentlich nicht. Ölimperium fällt mir noch ein, aber ansonsten nicht. Richtig, ja. Nein, das ist schon, also auf den großen Handel haben wir damals nicht geguckt, weil man einfach gesagt hat, wenn man Bock drauf, ein Computerspiel auch zu machen, auch im Sinne von, machen wir es mal anders oder besser oder einfach mal so, wie wir uns das vorstellen, aus dem, was wir bisher halt so gesehen haben. Wie gesagt, Martin Ulrich als Regisseur ist ja sehr stark, was Storytelling angeht. Damals ja auch, da musste man noch nach England fahren, zu den großen Lord of Dings oder wie die hießen, Recherche machen, die ganzen Zahlen werden. Wir wollten auch ein Spiel machen, was sehr realistisch ist, also mit echten Daten. Es wird ja heute oder wurde zumindest noch vor kurzer Zeit verwendet, auch im Unterricht in den USA an der Navy-Schule, weil eben die Daten realistisch sind und weil man damit wirklich auch was lernen kann. Also das war so immer der Background, das Ganze real zu machen, nicht irgendwie fiktiv und eine schöne Story drum zu bauen, eine Schifffahrtgeschichte, einen Schiffssimulator natürlich dazu zu bauen, einen kleinen wenigstens erstmal damals ja noch in 2D. Und das war eigentlich so, um das rund zu kriegen, das ganze Ding. Also nicht nur die pure Wirtschaftssimulation jetzt, sondern es auch ein bisschen mit Action-Elementen zu verknüpfen, damit das Ganze dann auch Spaß macht. Aber das hat sich dann einfach so ergeben aus der Idee heraus. Also hatten damals auch noch andere Spiele auf der Liste, sind eigentlich immer noch auf der Liste, aber hatten wir dann auch Zeitmangel verworfen und auch wegen der Geschichte mit Aegis, dass wir damals halt einfach kein Geld bekommen haben für das Ganze. Und dann verliert man auch größtenteils wieder die Lust und dann wird es eben irgendwie zum Nebenjob und man macht das Ports of Call natürlich weiter. Aber die große Energie neu reinzustecken, die hat uns leider immer gefehlt, um das nochmal fortzuentwickeln, weil da liegen einige Drehbücher noch rum, die man durchaus wieder aufgreifen könnte. Ja. Muss man schauen und
wird halt auch immer aufwendiger jetzt im Moment, neue Spiele zu machen, das ist ganz klar, ja. Ja, Ein-Mann-Projekte sind wirklich eine Seltenheit heutzutage. Ja, das ist schwierig, ja, genau. Und auch mit den Firmen und so, da hat man ja unterschiedlichste Firmen dann auch verwendet zum Vertrieb. Das lief bei den anderen ein bisschen besser, sage ich mal generell. Also nicht mehr das Desaster wie bei Aegis, aber letztendlich lief eigentlich, jetzt ist es eigentlich eine geniale Situation. Das hatte man damals aber nicht, dass man es praktisch eigen vermarkten kann und nicht mehr jetzt irgendwelche Verlage dazwischen braucht. Das hilft natürlich sehr, das Ports of Call. Das verkauft sich ja immer noch so nebenbei. Ich muss jetzt mal wieder warten. Ich komme einfach auch nicht dazu. Ich schaue jetzt gerade, dass es überall noch läuft, Windows 10 und so weiter, dass da eigentlich keine Katastrophen passieren. Und iOS 11 haben wir jetzt gerade ein Problem gekriegt, was ich einfach nicht dazu komme, das zu lösen. Zum Beispiel das Problem mit dem Portrait und der Landscape. Da wurde ein nicht kompatibler Aufwärtssprung nach iOS 11 gemacht, der uns ziemlich böse trifft. Das heißt, wir müssten eigentlich alles neu kodieren, bevor man da sucht, warum es nicht wirklich immer funktioniert, muss man die Oberfläche nochmal neu programmieren. Und der Kern ist übrigens immer noch Amiga, also auch auf dem iOS befindet sich der Amiga-Kern mit einem Amiga-Simulator, den ich damals geschrieben habe, mitsamt der Originalfonts und so weiter. Und die ganze Grafik ist alles nachprogrammiert. Die läuft auf einem virtuellen Bildschirm und wird dann immer in den Hauptschirm kopiert. Das ist auch beim PC der Fall. Und auch beim Android wird es so gemacht. Also wir haben immer den gleichen Originalkern, an dem wenig geändert wurde. Gleiche Ergänzungen mal zum Anpassen, Integer, Long und die üblichen Scherze halt. Aber das ist immer noch das Gleiche. Insofern lässt er sich im Prinzip immer noch relativ gut anpassen. Aber man muss sich halt auch einfach mal die Zeit nehmen, das wieder zu aktualisieren. Genau. Ja, ich fand es bemerkenswert, dass überhaupt nach so vielen Jahren eine Pause wieder in Ports of Call kam. Denn Ports of Call 3D und Ports of Call 2008 haben ja nach sehr, sehr langer Pause diese Serie wiederbelebt. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt als Kind der 90er oder 80er Jahre, wo ich wirklich klein war, ja, nicht dann geglaubt, dass da nochmal was kommt. Andere Handelssimulationen wurden ja durchaus durch die Jahre wieder immer neu aufgelegt oder neu gepflegt. Und wenn ich jetzt erzählen würde, Port Royal hat 3 Teile und stammt vom Patrizia ab und es hat 2 Teile. Und letztendlich haben sie mal den Namen zwischendrin gewechselt, aber da kam immer wieder was. Und bei Ports of Call war lange Sendepause. Also dazu haben wir später natürlich auch noch Fragen, warum das so ist. Und Sie haben ja schon Andeutungen in Richtung Publisher gegeben. Das ist natürlich für uns auch interessant, weil wir haben über Aegis Interactive Entertainment gar nichts gefunden. Also ich zumindest nicht. Ich habe eine Zeit lang gedacht, auch, dass Sie es vielleicht in Eigenregie gemanagt haben. Nein, also Aegis war ganz am Anfang ja eigentlich der Publisher für Amiga-Spiele. Da kam ja auch Defender of the Crowd, war glaube ich auch von Aegis und noch ein paar andere. Und wie gesagt, die sind dann leider auch Konkurs gegangen, wahrscheinlich in dem Rahmen uns auch nicht bezahlt haben, weil einfach da die Wirtschaftssituation so ziemlich marode war. Hatte über Jahre immer noch witzigerweise Kontakt auch zum Sachser bis vor kurzem noch immer wieder mal und auch mal zu einem der anderen, die dort waren im Team, aber da konnte man halt nichts weiter machen, dann das war halt ziemlich doof. Dann sind wir dann zu Activision mal gegangen, hatten da mal die PC-Version auch gebundelt und vermarktet und dann war halt auch, wie schon gesagt, lange Sendepause, bis wir wieder neu mit der Engine. Das Ports of Call 3D hat auch ein bisschen Hintergrund, weil wir haben den 3D-Simulator auf Disney-Schiffen, dürfen damit aber nicht ganz so groß werben. Wird also eingesetzt dort auf den großen Schiffen, wenn man da jetzt mal einen Urlaub plant, Disney Magic und Wonder und so weiter, dann kann man mit unserem Ports of Call Simulator Schiff im Schiff fahren sozusagen mit riesen Konsolen und Hardware, die da drum ist und 8 Bildschirmen und 1000 Sachen und das hatte uns wieder motiviert, das Ganze wieder ein bisschen aufzuziehen. Daraus entstand dann auch die Astragon-Version 2008, die ist ein bisschen isoliert, eben auch wegen Astragon, okay, und Port XXL, was ja immer noch gepflegt wird, der pure Wirtschaftsteil und das Proxim 3D2, wo man halt jetzt eigentlich auch wieder was Neues machen müssen. Wir spielen ein bisschen mit dem Gedanken, Unity hat da leider seine Lizenzpolitik etwas unschön abgeändert. Datenschutzgesetzverordnung. Mit Unreal wahrscheinlich was machen, aber muss man auch wieder ein bisschen Zeit finden und spielen da schon alle kräftig mit rum, bis ich sage, okay, jetzt habe ich wieder Mut, mal kräftig ranzugehen und hätte dann halt auch mehrere Plattformen erschlagen, könnte das Ganze nochmal rüber transportieren, wieder modern. Und den Wirtschaftsteil muss man schauen, ob man den getrennt lässt oder ob man ihn dann auch integriert, so wie bei Ports of Call 2008. Und das hat natürlich auch immer so seine Tücken, wenn das dann integriert ist, das Ganze. Also beides hat Vorteile. Aber auch die Engine, die POP XXL, die ist in Visual Basic noch geschrieben. Ist natürlich schwierig, die weiter zu warten, weil das ja auch für Microsoft nicht mehr so wirklich unterstützt wird. Und wir haben da schon Schwierigkeiten, diverse Plugins zu bekommen und laufen zu lassen, sodass wir da eigentlich auch einen größeren Step jetzt wieder brauchen, um das Ganze zu aktualisieren. Und ich meine, die Kerne existieren, die kann man auch umschreiben, ob das jetzt in C ist oder Visual Basic, ist wurscht. Wir hatten auch mal die Engine, das XXL im C gehabt, in dem Borland C. Eigentlich ganz nett.
hat aber ewig gebraucht zum Kompilieren. Dann waren mir die Kompilationszeiten zu lange, dann sind wir auf Visual Basic umgestiegen, das ging dann deutlich schneller. Weil das spielt ja auch immer eine entscheidende Rolle, dass man schnell mal was austauscht und ausprobieren kann und so weiter. Ne? Das ist dann auch immer so eine Geschichte. Und dann 3D halt mit Maya, 3D-Szenarien gebaut und da gibt es auch Generatoren, die Konturen und Kollisionsobjekte generieren. Die ganze Engine ist ja komplett selbst geschrieben für den Schiffssimulator. Das ist ja DirectX direkt purste eigene Engine halt. Das hat auch Vorteile. Ich kannte andere Engines, VirTools hieß, glaube ich, die eine, die zuletzt mal eingesetzt wurde von den Parisern. Am Anfang, die hatten wir für RTL-Skispringen verwendet und das ist immer so eine Geschichte mit Fremdtools, wie man damit umgeht. Da ist mir ein eigener Tool lieber, den haben wir dann umgeschrieben, dann hat man was für Fußball gemacht und so entstehen diese Derivate, die man dann halt mit Ports of War wieder verwendet hat und mit dem wir dann Kamera angleichen. Also diese Engine kann ziemlich viel, die kann viel, viel mehr, als mein Spiel braucht. Die kann Kamera angleichen machen, Kamera-Matching mit Verzerrungen und allen Scheiß, was man eigentlich im Profibereich noch braucht. Aber wie gesagt, so macht es halt auch Spaß und kann es dann halt auch wieder nutzen dann für die anderen Sachen, ja. Jetzt meine Frage, Sie haben gesagt, wir, und dann machen Sie das jetzt alleine oder jetzt noch mit jemandem zusammen? Immer ganz unterschiedlich. Also im Moment habe ich gerade einen Mitarbeiter hier bei mir, den Michael, der macht jetzt auch wieder mit bei den Engines, weil ganz allein geht es ja auch nicht. Und früher hatten wir extern viele Mitarbeiter, immer wieder mal aus der Community, die auch Zeichnungen und Grafiken gemacht haben. Für POC XL sind sehr viele Grafiken dabei. Beim Sim 3D hatte ich einen externen Mitarbeiter, der sehr schöne 3D-Sachen macht und hatte da einiges an den Schiffen und sowas. Da war es dann auch finanziert über Astragon, dann konnte man auch ein bisschen was machen. Bei Disney war es ja natürlich auch finanziert, das konnte man dann auch nutzen, um wieder Grafiken und Engines weiterzuentwickeln. So hat man dann immer wieder ein bisschen Hilfe daher bei der ganzen Sache. Aber es ist ja doch schon ganz gut ausgewachsen. Und den Martin Ulrich im Hintergrund haben wir auch. Wir haben noch eine Binnenschifffahrtssimulation im Petto, aber da kommen wir im Moment einfach nicht dazu, die Parameter richtig einzustellen. Das Ding läuft eigentlich schon. Wäre auch nochmal eine schöne Geschichte, aber man muss es à la POC XXL, muss man aber jetzt einfach nochmal trimmen. Da stimmt das Trimmen nicht und es dauert halt auch immer sehr, sehr lange, bis die Spielparameter so getrimmt sind, dass es auch vernünftig spielen lässt. Mit Schleusensimulationen und so alles nach realen Daten haben wir überall eingegeben. Also wie gesagt, kommt bestimmt noch, aber dauert noch ein bisschen, ja. Ja, das ist jetzt sehr interessant. Dominik und ich haben uns darüber unterhalten, warum das Thema Schifffahrt, Containerschiffe und so weiter aufkam und nicht sowas wie, in Deutschland ist eher, denke ich erstmal eher an Binnenschifffahrt anstatt an große globale Vernetzung. Ne? Ja, das hängt mit dem Spielcharakter zusammen, also die sogenannte Tramp-Schifffahrt. Das heißt, der ursprünglich hieß das Spiel übrigens nicht Ports of Call, sondern Tramp, von der Tramp-Schifffahrt, bei der man wirklich umeinander fährt und schaut halt am Hafen, was es da aktuell gibt. Und da ist auch das Containerfahren gar nicht dominant gewesen in der Frühzeit der Schifffahrt damals, sondern man hat halt geschaut, was kriege ich jetzt für Fracht, die ich dann auflade und entlade und so weiter. Und das Containerfahren ist ja dann meistens auch von festen Punkten ausgehend. Also diese typische Trennschifffahrt wird da relativ selten gemacht. Und bei der Binnenschifffahrt ist es ja ähnlich. Dann hat man natürlich auch Probleme. Ich fahre eigentlich nur von A nach C nach B, nach A nach C nach D und so weiter. Habe meine Route und das ist dann relativ langweilig. Also man muss dann schon ein bisschen mehr machen. Und die Binnenschifffahrt haben wir die Anregung eigentlich erst gekriegt von Binnenschiffern, die uns haben gesagt, wir müssen das Thema mal aufgreifen. Und sie haben dann ein paar Ideen, wie man das spielbar macht. Und da hatten wir sehr viele Anregungen aus Holland bekommen zu dem Thema. Und gesagt, okay, das können wir im Prinzip auch noch aufgreifen. Aber auch da ist es immer noch, gefällt mir noch nicht so, ist noch nicht so rund wie das Ports of Call, was diese Grundlage mit der Trennschifffahrt hatte. Bei POC XXL haben wir dann ja auch Linienschifffahrt dazugenommen mit Passagieren, um das einfach ein bisschen auszubauen. Die sind aber nicht in dem typischen Charakter von der Trennschifffahrt eigentlich. Das ist, man kann die natürlich dahin zwingen und dann spielt sich's auch wie Ports of Call. Wenn man aber zu sehr in die Linienschifffahrt geht, dann fängt es an langweilig zu werden, dann wird es automatisch. Was natürlich wieder interessant ist, wenn man sehr viele Schiffe hat, weil dann das Manuelle irgendwie in den Hintergrund treten muss. Dann ist das auch wieder nicht schlecht. Und da kann man auch, glaube ich, einen ganz guten Ausgleich finden dann. Dazu hätte ich nämlich eine Frage, denn was mir immer auffällt, also erstmal, wie man Geld verdient bei Ports of Call. Ich finde, mit billigen Schiffen verdient man meistens sogar mehr als mit der Mittelklasse. Das ist Nummer eins, also eigentlich mit kleinen Schiffen. Und was mir aufgefallen ist bei Ports of Call, ist eben, dass man keine Automatisierung hat. Das hat mir früher nichts ausgemacht. Früher war das ja, es ist auch eher zu vergleichen mit einem rundenbasierten Spiel. Der Radar dreht einmal einen Tag rum, genau. Zweiter Tag rum und es zählt unten schön weiter. Das könnte man genauso gut auch mit Würfeln oder mit sowas darstellen. Aber mir hat immer gefehlt, dass wenn ich mal 16 Schiffe habe, dass ich sage, ach, wo ist das? In Singapur. Na gut, dann schaue ich mal, wo ich es hinschicke.
10 Sekunden später, es wird geladen von Diskette und ich bin in Hamburg und muss gucken, wo ich das Schiff hinfahre. Das fand ich immer so, wenn man eine große Flotte hatte, gab es eben sehr viel Mikromanagement. Und ja, dann gab es diese Minispiele, die nicht automatisiert werden konnten. Die waren spaßig, wenn man mit einem Schiff rumgefahren ist oder zu zweit. Aber gerade im Multiplayer hat es auch ein bisschen so den Pace rausgenommen. Das Tempo vom Spiel wurde zerstückelt teilweise, um Seerüchigen zu retten, in Hafen rein und raus zu fahren, denn die ganzen Einheiten dauern ja bei komplizierteren Häfen ohne diese Seitschiffruder, die so waagrecht fahren, auch ein bisschen länger. Und ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt ja wieder für den Podcast auch rausgeholt, mehrere Stunden gespielt, dominante Strategie mit günstigen Schiffen, um Geld zu kriegen. Und dann habe ich es jetzt für den Podcast nochmal aufgezeichnet gehabt, offiziell, habe mit dem mittleren Schiff gespielt und bin gnadenlos bankrott gegangen, weil es auch teurer ist, Hafenwände zu rammen und sowas, um wieder aufs offene Meer rauszufahren. Und da ist dann kaum was hängen geblieben. Gibt es ein paar interessante Strategien. Also das mit dem Automatisieren haben wir erst bei POC XXL ein bisschen angefangen zu machen. Mhm. Da gibt es auch dann die Möglichkeit, auch bei den klassischen teilweise dann den Simulator abzuschalten. Das bedeutet aber dann, dass der automatisch simuliert wird, also auch das Fehlverhalten simuliert wird, sodass man dann auch Schaden und sowas nach einer gewissen Statistik halt bekommt. Das ist klar und das hängt dann auch noch davon ab, wie gut der Hafen ist, also Industrieländer weniger häufig als in Drittländern und so weiter. Da gibt es viele Parameter, die da noch eine Rolle spielen. Aber da ist, wie gesagt, da müsste man dann noch ein bisschen mehr tun. Das mit der Linienschifffahrt richtig auszubauen, hatte ich auch mit Martin mal drüber gesprochen. Das ist nochmal eine eigene Geschichte, wo man wirklich viel investieren könnte. Und dann wird es natürlich, das Management aber von dem Spielcharakter verändert sich dann natürlich, indem ich mehr Management nachher, wie beim echten Leben eigentlich, in die Verwaltung reinstecken muss. Also welche Schiffe wann wohin fahren müssen und welche Verträge ich dann aufnehmen muss, mit welchen Gesellschaften und Handel und so weiter. Es geht dann in Richtung Fahrpläne. Ja, das ist, genau, das gibt dann Fahrpläne dann hier, nimmt einen anderen Charakter an, ist durchaus auch interessant. Kann man also, könnte man in diese Richtung auch noch stärker forcieren, sodass es sich im Laufe der Zeit wieder abwendet. Wir hatten auch einer hat mich mal angeschrieben, der hat jetzt schon 200 Schiffe, wann ist denn das Spiel zu Ende? Da sagt er, eigentlich wie wir leben, eigentlich nicht. Also dazu habe ich auch noch eine Frage. Ja. Denn in den ersten Spielen, wenn wir über die 80er Jahre reden, wir haben im Vorfeld unter anderem gesprochen, dass Sascha und ich, und es ging darum, was waren denn so die Handelsspiele, die wir gespielt haben. Also ich habe ein bisschen mehr gespielt gehabt als er, also ein bisschen breiter aufgestellt beim Handel, aber wir haben beide auch viele Stunden halt in einzelne Programme gesteckt. Bei mir war das unter anderem Kaiser, natürlich auch Hanse, Vermeer, Ölimperium war auch noch eins, wo mein Cousin sehr gern gespielt hat, dadurch bin ich da auch immer wieder zugerufen worden und Ports of Call eben auch, wobei, ehrlich gesagt, Ports of Call habe ich erst 1991 kennengelernt, aber ich zähle es trotzdem zu den 80er-Jahren-Spielen und ich konnte für mich persönlich nicht sagen, was das Beste ist, denn ich mochte alle und ich mag auch alle heute in der Rückschau, aber mir ist halt aufgefallen, diese anderen Spiele haben ein übergeordnetes Ziel. Bei Vermeer, hol dir das Vermögen. Bei Kaiser, werde Kaiser. Also stech praktisch die anderen aus. Hier ist es letztendlich so eine Art koexistentes Spielen, ohne den anderen ärgern zu können, ohne den anderen Aufträge wegzuschnappen. Du spielst, es macht Spaß. Also ich erinnere mich damals, dass wir auch stundenlang zu zweit gespielt haben, sogar zu dritt teilweise. Es geht ja mit bis zu 4 Spielern, das Klassische. Also ich habe es nie mit mehr als 3 menschlichen Spielern gespielt. Aber es gibt keinen KI-Gegner, es gibt keine so Meta-Ebene, bei der man irgendwie wetteifert. Bei Patrizia muss man eben Eldermann werden. Oder bei Ports of Call muss man sein eigenes Piratennest gründen. Oder also man hat irgendwie so ein zusätzliches Ziel. Bei Mad TV musst du die Frau heiraten. Und. So was gibt es bei Ports of Call nicht. Und da wollte ich fragen, was denn, obwohl die ersten Spiele der 80er Jahre solche Inhalte hatten, sowas bei Ports of Call nicht reingekommen ist. Wir haben uns natürlich, wie gesagt, versucht, nicht irgendwas künstlich einzubauen, sondern eher so an die Realität zu halten. Es ist so, das Konkurrenzverhalten ist schon eingebaut. Konjunkturzyklen und solche Sachen gibt es auch zum Beispiel. Auch die Anzahl der Schiffe pro Hafen spielen eine Rolle für die Erträge, die man bekommt. Das sind so ein bisschen unsichtbare Sachen, die natürlich nicht so dominant sind, ob jetzt 3 oder 4 oder ein Spieler drin ist, weil ja die im Geiste mitgespielten virtuellen Spieler auch dabei sind, also die auch mit konkurrieren und ein bisschen spielen, um die Märkte rauf und runter zu drücken. Und deshalb haben wir da eigentlich nie so Wert gelegt, das jetzt irgendwie künstlich noch in irgendeine Richtung zu pushen, sondern eher so, wie es sich halt automatisch ergibt. Deshalb spielt es sich auch relativ lang und realistisch. Aber nicht, dass wir da irgendwas Künstliches drauf gebaut haben. Wir haben auch schon viele Überlegungen in die Richtung gehabt, wie man das da erweitert, aber so richtig schlüssig sind wir da nicht geworden, ohne dass wir eigentlich den Charakter komplett ändern. Weil es sollte ja nicht jetzt irgendein Ziel virtuell sein, was wir jetzt erzielen wollen, sondern wir wollten einfach das nachsimulieren, wie es halt so in der Realität auch funktioniert.
und versuchen da möglichst viel Parameter reinzunehmen. Aber wie gesagt, das sind so die Dinge, was übrigens auch sehr ertragreich ist, ist offensichtlich manchmal Schiffe zu verkaufen und anzukaufen. Das stimmt. Wenn man sich den Konjunkturzyklus anschaut. Sondern muss einfach dazu mal beobachten, wie das läuft. Das ist so der klassische Konjunkturschweinezyklus, den man auch kennt, der aber nicht streng abläuft, sondern auch über einen Zufallsparameter gesteuert wird, aber durchaus einen Zyklus hat. Wenn man da Minima, Maxima bestimmt, kann man im Prinzip Schiffe günstig kaufen im Minimum und verkaufen im Maximum. Da kommt man auch relativ schnell zu viel Geld, auch wie im echten Leben, wenn die Schiffe gut gepflegt sind. Das ist auch die Geschichte mit den großen Schiffen. Und es ist natürlich so, dass große Schiffe, die viel Kapazität haben und nicht unbedingt teuer sein müssen, aber mehr transportieren, sind eventuell günstiger als kleine Schiffe, die, in denen wenig reinpasst. Also das sind so die Dinger, wo man ein bisschen Strategie lernt nachher bei dem Spiel auch, ja, wie gesagt. So ein paar Sachen, aber ansonsten das Multispiel in dem Sinne mit der Konkurrenz und so hatten wir da jetzt noch nicht so im Vordergrund gehabt damals. Wir wollten das auch nicht nachmachen und haben mal drüber geredet, was man da machen könnte und gesagt, das andere ist eigentlich genügend in der Simulation enthalten, um das einfach spielen zu können. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann auch kurz dazwischen fragen. Also die klassischen Spiele, Sie haben ja gesagt, Sie wollen Spiel der Gegenwart machen und das ist neben Ölimperium das Einzige, was im 20. Jahrhundert spielt und auch sehr modern angelegt ist. Ich wusste zum Beispiel, obwohl ich wirklich viele Stunden reingesteckt habe, man hat ja keine so direkte Rückmeldung. Für mich ist da sehr viel Zufallswert dabei. Beispielsweise, ich lege mein Schiff einen Tag mit Layup im Hafen im Trockendock still oder für zwei oder für drei und es kommen neue Aufträge rein. Das ist soweit gesehen, ist realistisch, aber ich habe diese Konjunkturzyklen, die Sie wahrscheinlich als Algorithmus drin programmiert haben, die merke ich als Spieler nicht, weil da fehlt mir die Rückmeldung. Also das ist jetzt für mich zum Beispiel was Neues. Ich hätte das später auch an anderer Stelle gefragt, warum es beispielsweise keine so makroökonomische Ebene gibt, denn die wird den Spieler ja nicht visualisiert. Nein, die kriege ich da natürlich schon raus, aber wie im echten Leben auch, dass man den Zyklus nicht direkt sieht, sondern den analysieren muss. Also indem man den Markt beobachtet, Angebote, Verkauf und sowas anschauen muss, auch die Warenwerte, die sich verändern. Das stimmt. Und die hängen dann eben auch, übrigens auch da, wie gesagt, wenn jetzt sehr viele Leute, auch bei Multispieler jetzt, mit drei Leute, dauernd New York anfahren, dann werden die Angebote deutlich schlechter werden. Das ist so ein Teil, was sich langsam nachzieht und auch im System gespeichert wird. Aber es wollten wir auch nicht so jetzt offenlegen, weil dann kann man natürlich da auch Strategien rausfahren. Man sollte so intuitiv herausfinden oder im Laufe der Zeit erahnen, um da eben auch noch mehr Gewinn zu machen, wenn man auch auf solche Sachen achtet. Ja, viel auch ganz wichtig ist die Wahl des Hafens am Anfang. Das stimmt. Sehr, sehr entscheidend. Also in Industrieländern zahlt man zum Beispiel höhere Steuern. Das wird alles von den laufenden Gebühren abgebucht, von den Bürokosten und so weiter. In den Drittländern hat man andere Nachteile. Die Sache mit dem Schmuggel hängt davon ab, wo und wie und wohin man fährt. Und oftmals nur eine gute Entfernung. Genau, also. Das ist auch da gibt es sehr viele Sachen, die da immer reinspielen. Da läuft ziemlich viel im Hintergrund. Es läuft zum Beispiel ein kompletter Wettersimulator mit realistischen Daten ab. Also die Stürme tauchen auch in den Gegenden auf, in denen sie häufig einen ärgern. Also das ist nicht reiner Zufall, sondern das ist ein echter Wettersimulator mit Strömungen dahinter, der da verwendet wird, um die Beauforts auszurechnen. Also da sehen Sie mal, Sie haben so ein hochkomplexes System im Hintergrund laufen. Für mich war das klar, dass am Pazifik mehr Stürme sind und natürlich auch im Indischen Ozean. Ja. Aber wie sieht es denn mit den Eisbergen vor Afrika aus? Sind die auch realistisch? Das kann durchaus passieren, ja. Da gibt es tatsächlich Routen, die da betroffen sind. Und da gibt es auch eine Statistikdatenbank innen drin, nach denen das ausgewählt wird. Also die Eisberge sollte man an bestimmten Stellen weniger häufig antreffen, aber das kann durchaus passieren, dass das irgendwo mal auftaucht dann. Ja. Also ich merke gerade, und ich muss mich schon jetzt dafür entschuldigen, ich habe das Spiel komplett unterschätzt. Wenn ich das jetzt so höre, was im Hintergrund abläuft, was einem als Wiederspieler oder als derjenige, der es mal nach langer Zeit mal spielt, so sieht, es sieht relativ simpel aus und ich schäme mich gerade zu Grund und Boden, merke ich gerade. Sascha, als langjähriger Spieler waren mir viele von den Features auch nicht so bewusst. Das mit dem Wetter habe ich schon gemerkt, dass es immer an den gleichen Stellen vermehrt auftaucht, die hohen Windstärken. Ja. Aber zum Beispiel diese Ökonomie im Hintergrund habe ich zum Beispiel selten gemerkt, denn die Spiele, die ich früher gespielt habe, die habe ich alle mit diesen billigen 1- und 2-Millionen Schiffen gemacht, die bei 70% Zustand gehalten wurden und habe damit mein Geld verdient, weil diese Mittelklasse, mit der konnte ich nie Geld verdienen, da habe ich irgendwie keine Strategie gefunden und mit den teuren Schiffen konnte ich es wieder. Aber ich habe halt viele 17 kleine und ein großes 60 Millionen Mark Schiff gehabt. So war das bei mir früher. Das geht so auch, ja genau. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja wie im Realen auch, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Wie gesagt, auch vom Hafen abhängig.
wo man welche Schiffe dann holt und so weiter. Das hängt dann auch nochmal, spielt dann auch eine Rolle, ja. Was mich interessieren würde, 1989 kam Railroad Tycoon raus. Das hat unter anderem sechs Monate in der Vorbereitung gedauert und Sid Meier und Bruce Shelley haben ja gesagt, das hat ungefähr $180.000 gekostet in der Entwicklung, also für damals eine mittlere bis höhere Summe. Aber weil Sie ansprechen, es war eine moderne Simulation. Ich finde, das habe ich mich aber erst jetzt gefragt, wo ich es wieder gespielt habe, nicht damals in den 90ern, wenn ich die Spiele so rückblickend vergleiche, das hat so eine, es kommen neue Modelle auf den Markt, es gibt eine technische Entwicklung von Dampf zu Diesel zu Elektrolok, es gibt ein Stadtwachstum, was letztendlich eine Rolle spielt, ob deine Schiffe dort reinkommen oder in dem Sinne Züge dort anfahren oder nicht, und dieser technische Fortschritt, beziehungsweise das Spiel vielleicht in der Vergangenheit anfangen zu lassen und dann wie bei Railroad Tycoon bis zum TGV durchzuziehen und das Spiel irgendwann 1990 enden zu lassen. War das mal eine Überlegung? Ja, das haben wir aber erst bei POC XXL jetzt gemacht, aber den neuen, beim damaligen noch nicht. Da haben wir gedacht, okay, wir legen das mal fest auf die drei Kategorien. Hightech, Low, das passt ja ungefähr. Mhm. Die Tramschifffahrt hatte ja auch so einen gewissen Zeitraum, wo sie dann eigentlich verschwindet, mehr oder weniger wieder. Also lassen wir es da mal festliegen. Bei Pocket XXL haben wir versucht, das ein bisschen auszuweiten, dass da neue Schiffe dazukommen. Jetzt kann ich natürlich auch nicht beliebig wieder neu, da kann jetzt auch jeder seine User-Schiffe dazu bauen, mit Datum, mit Eigenschaften. Und die alten werden auch schlechter. Also das ist bei Pocket XXL, ist das Altern der Schiffe dann drin, sodass die auch wegrutschen aus dem Hightech-Bereich zu dem Medium- und zu dem Low-Cost-Schiffen und dann auch schneller kaputt gehen. Also das ist da wieder mit drin. Dieses Altern ist aber erst im XXL drin, das steckt dann auch in dem POC 2008 im Prinzip drin, die Engine von dem Teil. Aber noch nicht in dem alten Classic. Da haben wir auch an dem Classic nichts mehr groß gedreht, weil das würde ich in dem Zustand auch überlassen, damit man das wirklich im Originalzustand spielen kann. Und dann lieber in das XXL, da kann ich eher dran rumbauen und Experimente machen. Das ist dann einfacher dann, aber genau. Ja, das ist auch völlig legitim. Das Spiel Ports of Call steht so in seiner Zeit ja auch richtig eingeordnet. Und wenn man eine Evolution erleben will, kann man ja die Enhanced Edition oder die XXL Gold Platinum sich entsprechend auch besorgen. Genau. Sie haben auch ein ganz interessantes Preismodell, bei dem ich sagen musste, ich muss ein bisschen mich genauer einlesen, bis ich genau verstanden habe, was man mit welchen Preisen bekommt. Ja, ja. Aber unter anderem muss ich dazu sagen, dass ich eben immer auch zu diesen Klassikern eher zurückkehre als Spieler aktuell. Deswegen bin ich ja wahrscheinlich heutzutage nicht ganz die Zielgruppe, die nochmal Stunden reinschlägt. Denn Sie haben vielleicht im Hintergrund meine Frau mit dem Dreirad gesehen. Das kostet auch immer ganz gut Zeit. Ja, natürlich. Die hat es inzwischen auch in dem Podcast damit geschafft. Zumindest für alle Leute, die es auf Video sehen. Ja, hervorragend. Nee, doch, das ist so, ja. Apropos Preismodell, Sie vertreiben das ja Ganze komplett selbst auf Ihrer Seite postofcall.de. Ich kann mir zwar denken, aber trotzdem frage ich Sie, warum nicht auch zusätzlich auf Steam? Das haben wir im Moment gerade aktuell vor. Das ist okay, in der Tat. Ja, ist noch in Arbeit. Wir hatten ja, Steam-Account habe ich schon angelegt, Developer-Account steht schon. Man muss sich dann einfach mal irgendwie über die Hürden hinweglegen, das Ding da aufzubereiten, dass es dann auch vernünftig darüber vermarktbar ist, aber das wird sicher kommen. Das ist jetzt relativ kurzfristig eigentlich schon. Wäre sogar schon vor 2 Monaten draußen gewesen, aber es kommen natürlich immer, sagen wir mal, die aktuellen Arbeitssachen, weil ich mache es zwar, verdient man Geld damit, aber nicht, um davon zu leben. Deshalb kann ich es nicht so in die Prioritätsliste setzen, aber das kommt auf jeden Fall. Also Steam halte ich für sehr gut. Eine schöne Plattform, weil die eigenen Sachen, die sind natürlich auch jetzt ist uns SW-REC ist uns gerade rausgebrochen, jetzt müssen wir da schon wieder alles umändern, kommen nicht mal dazu. Es steht im Moment also das Verkaufssystem ein bisschen still, das heißt, man kann es natürlich bestellen, aber mühsam mit PayPal oder über Bank auch noch. Wir haben die deutsche Variante, geht noch voll, die ist unabhängig davon, aber die internationale ist so gerade ein bisschen raus, weil mit dem automatischen Lizenzgenerator und so weiter, das zu pflegen, ist alles sehr mühsam, da laufen ja auch mehr Rechner dran, die man wieder ankoppeln müssen. Das hat noch ein Kollege von mir gemacht, der jetzt in England ist, was ja auch gerade im Moment andere Probleme aufwirft. Aber der kennt sich sehr gut aus mit Administration, Verschlüsselung und Zeug und der wartet eigentlich den Teil, macht es aber auch nur nebenbei, weil er eigentlich beruflich was anderes tut. Und wenn man dann schnell mal von den anderen so, schnell mal in Anführungszeichen in 2 Monaten kriegt, dass man das alles komplett umstellen muss, dann bleibt es plötzlich auf der Strecke. Also deshalb Steam auch sehr wichtig und ich denke, damit kann man es auch moven nachher und kann das so ein bisschen auch preispolitisch wieder neu anpassen und machen uns hätte auch diese Binnenschifffahrt dann, wenn wir sie jetzt mal haben, dann auch damit richtig eingebunden, was in dem alten Modell auch nicht ganz einfach ist. Oder Updates und Zeugs und sowas, das ist halt manuell alles im Moment. Das geht zwar so, wenn die Leute uns anschreiben, ist kein Problem, machen wir, aber ich habe hier auch noch eine kleine Pipeline, die ich abarbeiten muss wieder. Und dann muss man da Rechnung schreiben und so, das ist alles mühsam. Das lohnt sich nicht bei den kleinen Beträgen.
das ist dann doch mehr Aufwand als sonst was, aber so. Mhm. Und auf jeden Fall, ja. Können Sie was zum Verkaufserfolg von der Klassikversion sagen, wie das damals in den 80er und 90er Jahren gelaufen ist? Sie sagen, Sie haben kein Geld gekriegt. Genau, gar kein Geld, gar keine Übersicht. Oder? Eine Tafel Schokolade von Dings, die wir nicht gegessen haben, weil wir nicht wussten, ob sie vergiftet ist. Wir haben nicht einen Pfennig Geld bekommen von Aegis, null. Also Amiga ist komplett an uns vorbeigelaufen. Das ist deprimierend. Ja. Das ist ja unglaublich. Ein Stück, ja, genau. Aber haben Sie Verkaufszahlen oder auch nichts? Gar nichts. Wir haben nichts von ihm bekommen. Keine Abrechnung, kein überhaupt nichts. Wir wissen nicht. Ich schäme mich, dieses Spiel gekauft zu haben. Ich hätte andere Spiele nicht kaufen sollen. Die Sättigung war recht groß. Haben wohl ziemlich viel gespielt, weil ich fuhr mal in Los Angeles im Taxi fahre, mich erkannt aufgrund des Bilds von der Boards of Call Schachtel. Die Durchdringung muss sehr hoch gewesen sein damals. Ja, Sie wissen ja, wie das in den 80er Jahren mit den Durchdringungen war, ne? Die Durchdringung hat sich auch anders durchdrungen. Dann, vielleicht war das ja auch ein Problem bei Aegis, muss man ja auch sagen. Wenn die keinen Umsatz gemacht haben, damit, das kann durchaus sein, wegen der vielen Raubkopien, dass es dann einfach schwierig wird. Das ist ein guter Umstieg wieder. Haben Sie sich Gedanken gemacht über Kopierschutz oder wäre das dann über Aegis gegangen? Natürlich. Hat mir mehrfach ganz witzige Wege gegangen, möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten. Okay, aber okay. Im Moment ist der aktuelle über Lizenzkey, Lizenz Generator funktioniert ganz gut. Es sind jetzt so viele Varianten von Ports of Call aus, dass es eigentlich niemand mehr interessiert ist zu cracken, weil es gibt tausende Cracks, die alle nicht mehr funktionieren, weil wir haben eine sehr gute Vielfalt. Das gibt auch welche, die gehen noch, egal, muss man halt mal schauen, aber das, wir werden es auch wieder mal ein bisschen ändern, aber ich würde da keine große Zeit investieren im Moment in die Geschichte mit dem Kopierschutz. Das ist nicht dominant, weil es soll ja eigentlich, die Leute sollen es auch freiwillig machen nachher, das ist, dann hilft uns ja wieder, sonst können wir da auch nicht mehr weitermachen. Ja, es gibt ja auch Plattformen wie GOG, wo durchaus auch verachtbare Verkaufszahlen existieren. Und heutzutage ist der Computerspielemarkt auch ein ganz anderer, auch was das Bewusstsein für Kaufen angeht, als in den 80er Jahren. Es gibt auch inzwischen ein erwachsenes Publikum. Ja. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin. Cracken dann, ja. Und meine Plattformen wie Android laufen prima, da habe ich auch keinen Kopierschutz drauf. Da gibt es ja die Möglichkeiten, das haben wir einfach weggelassen, weil es mir einfach zu viel Aufwand ist. Und das läuft eigentlich so auch ganz gut. Und das läuft ja noch. Blackbird halt vor sich hin, das Übliche, weil das verschwindet unter einer Million anderen Spielen oder was auch immer. Und bei iOS kriegen wir es vielleicht wieder ein bisschen nach vorne gepusht. Jetzt dadurch, dass es eben 2 Jahre oder sowas jetzt gerade Unterbrechung hat wegen dem iOS 11 und 12, dass es dann auch wieder mal weiter vorne landet. Und es war durchaus eine Zeit lang auch sehr beliebt. Also wenn es da frisch wieder nach oben rutscht in die Charts und da ist es verkaufswert, kann man es auch für ein paar Euro anbieten, das ist dann kein Problem. Dann läuft es automatisch, da habe ich nichts mit zu tun, das wird alles automatisch abgerechnet. Das finde ich sehr gut, das ist auch bei Steam natürlich genau die Idee, dass man dann auch den PC auf die Art und Weise noch erobern kann, wieder vernünftig, anstatt über eine Privatplattform bei uns, das halt auch wieder aufwendig ist. Und da wenig Sorge hat, dann kann man es auch günstiger wieder anbieten. Man, das für ein paar Euro ist es, glaube ich, okay. Und ja, mal gucken, wie sich das da mit den Plattformen weiterentwickelt. Das ist jedenfalls generell für Autoren, glaube ich, eine ganz schöne Sache inzwischen geworden. Auch die Indie-Möglichkeiten. Wir hatten auch Nintendo schon in der Überlegung jetzt. Nintendo 3DS zum Beispiel, ob man das nicht da nochmal bringt. Es gab tatsächlich mal einen, der hatte mit den raubkopierten, gecrackten Nintendos und Ports of Call angeboten. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der dieses Ding dann gekriegt hat, weil er musste das natürlich dann sofort einstellen. Aber er hat das Spiel, ich sag mal, in dem Fall leider nicht gecrackt und portiert, sondern versucht, anhand der Bilder selber eins zu machen. Das geht gar nicht. Weil da ist die Engine natürlich irgendwas, aber nicht unsere Engine. Mhm. Das kann man natürlich nicht durchgehen lassen, vor allem, wenn meine Bilder vorne drauf sind. Also den hätte... Ich meine, da haben wir da nicht viel gemacht, das war schon so dreist. Er hat es auch sofort eingesehen, dass es so nicht geht, aber war schön zu sehen, was er sich dabei gedacht hat, wie man das Ding übersetzt auf die 3DS. Und das könnte man mal wieder aufgreifen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Markt gibt für. Machen könnte man es jetzt. Ich bin auch Developer für Nintendo mit meinem Kollegen zusammen. Mhm. Also man könnte was machen und da überlegen wir immer noch dran, ob man da eine Portierung tatsächlich nochmal macht. Man muss diese 2 Bildschirme halt vernünftig ausnutzen. Vielleicht kann man oben die Weltkarte immer darstellen und unten unser klassisches Menü. Man muss sich dann halt wo die Weltkarte tatsächlich vorkommt, was überlegen, dass sie nicht doppelt ist, dass man da das Menü nochmal abändert und anpasst. Aber generell wäre die C-Engine, würde man sicherlich relativ leicht drauf portieren können. Man muss sich halt mal mit der GUI etwas mehr beschäftigen und rumplagen und schauen, ob das was wird. Aber so Konsole, wir waren auch mal an der Xbox dran, aber da wollte dann irgendwie Microsoft alle Source Codes und überhaupt alles haben und gedacht, okay, das wird jetzt eine zähe Sache auf der Arsch. Passt ja auch nicht so auf die Plattform drauf. Ich hatte diese Silberbox noch damals gehabt und haben das dann halt auch nochmal verworfen. Also sind da immer wieder Sachen entstanden im Laufe der Jahre dann halt auch. Ne? Genau.
Ja, Sie haben vorher angesprochen, die neuen Teile planen Sie mit der Unreal Engine. Jetzt gibt es ja für uns, ich bin ja Konsument am ehesten, die Epic Store-Geschichte mit Fortnite hat 3 Milliarden Dollar gebracht, dem Sweeney, der als CEO jetzt auch überlegt, einen Konkurrenten zu Steam aufzubauen. Und angeblich soll ja die Unreal Engine die Lizenzgebühr wegfallen, wenn man in diesen Store geht und dann kriegt man statt 30% 12%. Steuern Sie dann auch, so wie ich es vorher gesagt habe, GOG, Steam, Epic oder von mir aus auch Discord oder alle Stores an oder fokussieren Sie sich dann erstmal auf Steam? Das Steam ist ja relativ harmlos zu übernehmen, weil da könnte man unser bestehendes Spiel schicken, vielleicht die Lizenzsachen anpassen und dann läuft das schon mit den bestehenden Engine-Sachen. Da braucht man nichts weiter machen. Bei Unreal schaut es ja anders aus. Da müssen wir das Ganze ja erstmal in 3D wieder portieren und von unserer Engine weg auf deren Engine, weil das muss ja dann in 3D alles laufen. Und 3D oder 2,5D ist egal, aber jedenfalls muss man da ziemlich viel anpassen. Das ist der einzige Unterschied jetzt. Das Lizenzmodell ist, finde ich, okay, kann man darüber reden, wie man es macht. Zumindest kann man die Engine schon mal so verwenden. Man kann das schon mal austesten lassen, ohne da jetzt groß irgendwie Serialisierung zu machen und sowas. Das geht schon. Und wie das dann mit dem Verkauf ausschaut auf der Plattform, ist nochmal eine andere Geschichte natürlich. Ob man das über den Epic Store, das weiß ich nicht. Das ist der einzige Haken, der vielleicht schwierig sein könnte nachher. Also ich drücke die Daumen auf Steam natürlich und egal wo das Spiel erscheint, ich begrüße immer wieder, wenn ein Klassiker auch auf sowas erscheint und dann kaufe ich das normalerweise auch für kleineres Geld. Also Steam, denke ich, ist ziemlich sicher. Da ist der Aufwand im Moment sehr klein, weil da müssen wir nicht groß portieren. Da müssen wir vielleicht gerade nochmal neu kompilieren. Das haben wir gerade neu wieder ausprobiert, ob das alte Klassik sich noch kompilieren lässt. Tut es sehr brav. Also wir können da auch wieder eingreifen an irgendwelchen, was auch immer nötig sein sollte. Und dann ist das schon mal nicht das Ding. Bei der anderen wird sicherlich mehr Zeit in Anspruch genommen werden, auch die 3D-Modelle zu portieren und so weiter. Das ist ganz klar. Genau. Okay. Ja. Haben Sie damals schon gesehen, okay, der Amiga, haben Sie ja vorhin schon gesagt, das ist die Ja. neue große Plattform, die jetzt Zukunft hat. C64 war für Sie kein Ding mehr zu der Ach Zeit? doch, wir haben natürlich den C64 zu der Zeit auch schon da gehabt und gespielt mit. Aber das war eigentlich damals schon klar, dass uns das nicht ausreichen wird für die Aufgabenstellung. Und der war, was war das, 79 rum, 79, 83, nee, 83 rum war das ungefähr das Spiel. Zu der Zeit war der C64 schon wieder, war ganz nett, aber der Amiga war halt dann das große Ding, was alles konnte, Sound und Multitasking und Speicher und so weiter. Das hat uns da mehr angetönt, als das auf den C64 runter zu portieren. Die Anfrage kam neulich übrigens witzigerweise wieder. Es gibt ja jetzt diese C64 Mini, C64 Konsolen und so Sachen, haben wir uns wieder angeschaut und dachten, das ist schon ganz schön eng, das da drauf zu bringen. Das liegt aber dann wirklich an den Hintergrundsachen, denn wenn ich jetzt, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und wir haben gesagt, wir wundern uns, dass es nie für 8-Bit rausgekommen ist. Wir haben unter anderem ein Interview gemacht mit dem Activision-Gründer David Crane und er hat gesagt, na, man hat Ewigkeiten für den Atari 2600 auch bei Activision-Spielern rausgeschossen. Einmal hat er es damit begründet, dass man natürlich eine gewisse Expertise hatte und einen gewissen Erfahrungsschatz, aber hat auch gesagt, es war einfach eine richtige, war gar keine Diskussion. Es gab insgesamt 25 Millionen verkaufte Geräte Anfang der 80er und es war egal, dass das Ding von 1977 war. Man wusste, man hat damit eine relativ hohe Chance, Gold oder Platin zu erreichen, also Verkäufe von 250, 500.000, 1 Million Einheiten. Klar steht bei Activision natürlich auch eine Marketing-Power dahinter, aber das war zum Beispiel für den ein Grund, warum er viele Spiele auch noch auf diese alten Systeme portiert hat oder gleichzeitig auf mehreren Systemen erscheinen hat lassen, weil die Käufer dafür da waren. Und deswegen haben wir im Vorfeld ein bisschen gerätselt, einmal warum der PC 4 Jahre später kam. Da bin ich mal gespannt auf die Antwort. Ich kann mir natürlich einen Teil zusammenreimen aufgrund des von vorher. Und dass 8-Bit eben so weggefallen ist. Welche technischen Dinge gingen denn nicht auf dem 8-Bit-Computer? Denn als Spieler merke ich es nicht so ganz. Nicht so unbedingt, nein, das ist richtig. Also erstmal zu den 4 Jahren, da ist die Schockphase von Aegis dazwischen. Und wir hatten dann erstmal Kontakt mit Activision aufgenommen und geschaut, dass wir da einen Vertriebspartner wieder bekommen, der dann die PC-Variante auch nimmt. Und hatten dann noch mit Sega und was weiß ich für Grafiken bis zu VGA ist es ja dann geworden, rumexperimentieren müssen, um das zu portieren. Und das war beim PC damals halt schon sehr mühselig. Und wie gesagt, die Motivation war relativ klein, kurz nach dem Aegis-Desaster jetzt da nochmal Zeit reinzustecken. Und sind, das ist 82, das ist dann zu 86, 87. Da kam dann vielleicht wieder Lust auf, wieder mal was zu machen. Und dazwischen hatten wir dieses Desaster gehabt und auch andere Projekte und Fernsehen und Zeugs und hatten einfach nicht die Zeit. Und dann war der Gedanke natürlich, das jetzt auf eine niedere Plattform
zu portieren eher schlecht, weil die Grafik nicht ausgereicht hat. Und die Grafik von Jim Sachs ist natürlich dominant. Und die konnten wir auch nicht so unbedingt abändern. Wenn ich die jetzt auf eine 4-Bit-Grafik runterdrücken muss oder auf spriteorientierte Grafik und so weiter, beim C64 ist das sehr mühsam. Da habe ich ganz wenig Speicher. Und wenig Farben. Der Look ändert sich komplett. Das heißt, man müsste eigentlich die Grafiken neu machen und da hatten wir einfach keinen Grafiker, der uns den Look vom Jim Sachs überträgt. Und der Jim Sachs steht ja auch nicht zur Verfügung für solche Sachen mehr. Das ist ja, auch damals war das Problem mit Aegis ja dann da. Das heißt, das ist der Grund, warum es bisher nicht passiert ist. Jetzt kann man sich es wieder überlegen, aber auch da habe ich es mir wieder angeschaut und denke, das wird eine schwere Nummer werden, das auf dem C64 zu portieren. Mit der Grafik-Look ist halt doch ein wichtiger Aspekt für den Ports of Call. Und ja, beim PC, wie vorher schon gesagt, wir mussten die Engine komplett neu schreiben. Also eigentlich haben wir das Spiel als Kern übernommen und die gesamte Amiga-Bibliothek nachprogrammiert. Mhm. Weil das der einzige Weg war, um auch den Look komplett zu erhalten, samt Font und allen Sachen, ohne das neu programmieren zu müssen. Haben wir damals auch angeschaut, da gab es so Meta-Library, ich weiß nicht, wie die alle hießen, verschiedene Grafik-Libraries ausprobiert und alles war irgendwie schwierig. Und haben gesagt, das ist jetzt der Ruhe. Und dann hatten wir damals beim PC auch die Soundausgabe noch als Problem. Wir wollten ja auch den schönen Sound haben. Haben dann, wie hieß es, Live Size oder sowas, Adapter, hieß der damals, gebaut mit eigenen DA-Wandern, die man an den Parallelport anstecken kann, um eine Soundausgabe zu haben, weil die gab es damals beim PC nicht. Und wir waren so einer der ersten Spiele, die dann auch über Digital-Analog-Wandlung den digitalisierten Sound abspielen konnten. Das ging damals ja noch nicht wirklich. Soundkarten waren noch nicht so verbreitet. Und mit diesem Adapter zusammen wurde es ja dann auch von Activision oder Meta, ich weiß nicht, wie hieß die eine Firma, auch Meta, irgendwas mit Activision verbandelt, hatte das damals gebundelt und vermarktet samt diesem Adapter halt dann auch mit der Hardware. Ah ja. Und dann waren wir auch wieder gesperrt. Wir haben also unsere Verträge immer so gemacht, dass solange das vertrieben wurde, konnten wir das natürlich nicht anderweitig vermarkten. Erst wenn es nicht vermarktet wird oder Firma pleite oder so, fällt das automatisch an uns zurück. Das gilt auch für die Aegis-Sachen. Da hat man damals zum Glück gute Verträge gemacht, sodass die Sache nicht in der Konkursmasse landen, sondern immer bei uns zurückfallen. Und so haben wir auch wieder jetzt alle Rechte an dem Ganzen. Auch bei Nichtvermarktung und Nichtbenutzung wird es immer automatisch wieder zurückgehen. Sehr gut. Das hat sich sehr bewährt. Ja. Sonst wäre das Spiel schon längst aus unserer Hand raus. Ja. Genau. Wir waren ja kurz beim Sound eben. Ja, ja. In der PC-Version gibt es im Intro, glaube ich, Dominik, war das? Mhm. Morse-Code. Hat was Besonderes zu bedeuten oder ist das jetzt nur zufällige Geschichte? Das ist, ich weiß jetzt gerade mal auswendig, was wir da reinkodiert hatten. Das ist eine zufällige Geschichte mehr. Okay. Genau. Ja, wir haben überlegt, ob es SOS ist, aber das hat Sascha gesagt, das ist es nicht. Wäre auch ein bisschen seltsam zum Start. Ja, ja. Kann man ja mal dekodieren als Spaß. genau. Ja. Außen habe ich auch jetzt erst gelernt, aber ich kann es nicht sehr gut, muss ich zugeben. Ich hätte es können müssen, ich war Fernmelder bei der Bundeswehr, habe es nie aktiv gelernt und jetzt 20 Jahre natürlich auch nie gebraucht nach der Bundeswehr, aber tatsächlich hätte ich theoretisch können müssen. Ja, auch genauso wie das NATO-Buchstabieren und was es da ist. Genau, das war als Funk, ich bin ja ein Funkamateur inzwischen geworden, aber auch erst viel später, als Ports of Call rauskam. Da musste man es nicht mehr lernen. Es ist nur noch eine Option gewesen. Es war ja früher noch Pflicht, den Morse-Kurs zu nehmen. Das war immer eine Hemmschwelle, den Funkamateur-Kurs zu machen und Funkamateur zu lernen, um dieses Morse-Dings zu lernen, weil das einfach mühsam ist. Auch. Das ist nicht so meine Welt. Ja, genau. Die Nachwirkungen des 19. Jahrhunderts sind das noch. Ja, ja, Mai ist eine schöne Geschichte, kann man sehr weit, gibt es auch tolle Sachen, wie der erste geostationäre Amateurfunksatellit. Ich mache ja sehr viel mit Satelliten, Raumfahrt und so weiter, also jetzt um auf den beruflichen Teil auch mal zurückzukommen, was mache ich denn eigentlich sonst? Arbeite als Berater für Lehrstuhl für Raumfahrttechnik bei Professor Walter. Und in München, der erste Transceiver, der auch im Weltall jetzt funktioniert, der stand von mir jetzt bei MOVE 2, sind zwei Transceiver eigentlich, einer für UHF, UKW und einen für S-Band. Der kreist jetzt piepst brav und antwortet auch. Also ein Stückchen von mir mit meinem Logo schwebt also auch im All auf ungefähr 600 Kilometer Höhe immerhin. Ist ja super. Also in Ihr eigener Sputnik. Der eigene Sputnik, den kann man auch abhören. Ja, gibt's, die Frequenz ist öffentlich, kann man sich dann, genau. Kommt da ab und zu der Ports of Call Sound? Nein, der kommt nicht. Aber ich habe ein paar Bilder mit hochgeladen, aber die kann man dann runterladen übers erste Mal, wenn es mal läuft. Ja. Genau. Ja, generell, ihre Vita ist ja Wahnsinn. Also es sind auch so schöne Projekte wie für das RTL Skispringen. Günther ja auch diese Animationsgeschichte oder die Meißelmännchen oder Galileo Animatronics Sache. Das ist ja Wahnsinn. Das ist, die Vita ist ja so vielfältig bei Ihnen. Also Hut ab davor. Ja, 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 nee, machen immer lustige neue Sachen hier. Das ist ja auch, das was Spaß macht. Ja, genau.
Also Sie haben ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, das habe ich auch festgestellt. Wenn ich diese andere Präsentation, das muss man dazu sagen, die ist auch auf YouTube zu sehen mit Ihnen, wo Sie mehr oder weniger auf Projekte eingehen, was Sie alles im Rahmen des NDR-Kleincomputers auch gemacht haben im Rahmen der Fernsehsendung. Da tauchen ja ein Dutzend Sachen auf, wo man danach da sitzt und sagt, okay, also das reicht eigentlich für einen Lebenslauf. Und Sie haben da ein halbes Dutzend aufgezählt, wo ich dann immer denke, was, und jetzt kommt noch was. Also das ist schon verrückt. Ja, ist alles. Genau. Beim Skispringen war es tatsächlich möglich, die Schanze virtuell praktisch runterzuspringen damit. Ja, das ist richtig, ja. Ja, genau. Wir hatten dann diesen Cyber George, dieser simulierter Skispringer, der in die echte Schanze eingeblendet wird. Und damals das Kameratracking wurde über einen Tracking-Kopf ausgewertet. Und die Tracking-Daten gehen dann damals noch an die Virtuals Engine und dann später an unsere Engine und rechnet dann praktisch die virtuelle Kamera um. Und so kann man das genau einblenden, ja. Dann war also das AFO war natürlich der Kameratracker selber. Da gibt es also kommerzielle Köpfe, die das machen und mit denen man dann die Daten von der Kamera bekommt, auch Zoom-Informationen und so weiter, sodass der Kameramann eigentlich an der echten Schanze langfährt und wir das dann genau, punktgenau einblenden können. Ja. Sehr spezialisiertes Hightech-Projekt. Ich habe damals, als die Vier-Schanzentournee bei RTL gelandet ist und dann Dieter Thoma und Günther ja auch die Moderation übernommen haben, habe ich immer diese RTL-Skispringen-Sachen auch nebenher geschaut. Neben Hannawald war ja Martin Schmidt auch noch eine recht große Nummer zu der damaligen Zeit, der es dann leider nie gewonnen hat, aber ich glaube auch zweimal Zweiter war und einmal Dritter. Da war es ja so, dass ich dieses Skispringen auch immer wieder gespielt habe, aber mit 49 Games hatten sie gar keine Beraterfunktion oder sowas, das war ein eigenständiges Projekt, das war praktisch das, was man live im Fernsehen gesehen hat. Genau, das war das und das war nur die Live-Sachen waren von uns. Da gab es damals Anfang noch mit dem Motion-Controller, der auch verwendet wurde mal zum Steuern und Machen von virtuellen Sachen, hat der Günther ja auch mal vorgeführt und verwendet und dann dieser Cyber George und so, kamen immer wieder ein paar Kleinigkeiten dann, so die RTL hat immer nach Highlights gesucht, da hat man mit einer Firma zusammengebaut, die eben auch den Thomas da kennt und ich auch dann und dann hat man da uns neue Sachen halt ausgedacht, was man alles machen kann wieder und wieder ein Highlight für RTL findet, was interessant ist für die Zuschauer, wieder was Neues zum Schauen, dann das war so die Idee. Es war auch ganz lustig, da eine nette Geschichte am Rande. Ich war ja dann auch in den Cowboys ja auch so ein Universalausweis. Ich konnte überall rein, alles einfach, was es dort gibt, in jedes Ding. Und da sind wir halt am Vorabend dann auch an dieses Cowboyschen reingegangen, um das nochmal auszutesten. Ne? Und dachte, das Mist irgendwie saudunkel, lass mal Licht machen. Und unten war aber schon Publikum, die hatten irgendeine Abendshow unten gehabt. Und wir haben Licht gemacht und es war Licht. Da haben sich alle da oben hingedreht, weil also Pulle. Volle Scheinwerfer, alles, was irgendwie anging, ging irgendwie an. So dachte man, Entschuldigung, wir müssen scheinbar wieder aus. So viel Licht. Aber ohne Fernsehen immerhin, sondern nur im Live-Event gestört mit mehreren 10.000 Leuten. Naja, ich würde sagen, so dieses Fettnäpfchen ist eher so im mittleren Bereich aufzustellen. Wenn sie es beruhigt, die RTL hat ja die Rechte damals zurückgegeben, weil sie mit den Einschaltquoten enttäuscht waren. Es war ja trotzdem Millionen Publikum, aber die haben es ja damals eigentlich geholt, weil sie so eine Art Formel 1 des Winters haben wollten. Ja, genau. Und das wurde es halt dann doch nicht. Ähnlich wie ihr Beachvolleyball, was ein, zwei Jahre gelaufen ist. Genau. Und dann gab es ja wieder die Rückgabe ans Öffentlich-Rechtliche, die allerdings auch gut Geld zahlen für die Vier-Schanzen-Tournee. Ja, bei Beachvolleyball waren wir natürlich auch dabei mit unserem kleinen Cowboyschen. Da gibt es auch lustige Storys drumherum. Haben Sie da auch das Licht angemacht? Da haben wir was anderes angemacht. Das war auch früh relativ heiß, weil wir hatten so ein eigenes Kabäuschen mit dem kleinen Ü-Wagen sozusagen mit unseren Geräten drin und brauchten da Strom. Und dann gibt es einen riesen Generator, so ein Doppelgenerator, super sicheres Teil vom ZDF, von RTL und hat vorher noch so eine Telefonnummer bekommen, wo wir uns dann notfalls hinwenden können. Und dann kam also einer auch von den RTL-Leuten, der auch Strom brauchte, und dann gesagt, okay, dann lass uns mal die Kiste anwerfen. Dann telefoniert, wie geht das jetzt eigentlich mit diesem Monster-Generator da? Zigtausend Kilowattstunden, keine Ahnung. Aber den haben wir dann auch zum Laufen gebracht. Also man schaltet dann normalerweise nur einen von den Dual-Generatoren ein. Der zweite Generator ist dann reserviert für Live-Übertragung als Backup, wenn einer ausfällt. Aber das fand ich auch schon irgendwie komisch, weil das Ding so einfach zum Einschalten war das jetzt nicht mit Schlüsselschalter, sondern man hat 10.000 gefühlte Knöpfe, die man in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Da muss man dann also den einen aus dem Bett rausbimmeln und nochmal sagen, wie war das jetzt mit dem grünen Knopf? Dürfen wir den jetzt zuerst und dann den roten und dann den gelben oder keine Ahnung mehr? Das war dann schon irgendwie sehr komisch. Dann haben wir bei der Gelegenheit gleich noch eine kleine USV bei uns eingebaut, aus Sicherheitsgründen. Jetzt,
Jetzt weiß ich, woher die ganzen obskuren Rätsel von diversen Adventures herkommen. Drücke die Knöpfe in der bestimmten Reihenfolge, dass da was eingeschaltet wird. Genau. Ich würde noch zum Schluss von meiner Seite aus kurz nochmal zum Computertreff wechseln, wenn wir schon dabei sind. Der wurde ja leider Gottes eingestellt, wahrscheinlich, also wie Sie selber mal geschrieben haben, im Zuge vom Computerclub. Richtig, der Computerclub wurde eingestellt, da war ja ein gewisser sagen wir mal, für den WDR zuständig, der das eingestellt hat, weil man braucht man solche Sendungen eigentlich nicht mehr. Und nachdem der im Wechsel ausgestrahlt wurde mit dem Computertreff, wurde dann automatisch der Computertreff auch gekillt, weil, sagen wir mal, die Technikfeindlichkeit hat leider ein bisschen zugenommen bei den ganzen Anstalten. Und dann kommen auch so Argumente, ach, wir haben das Internet, da kann man doch alles schauen, was ja jetzt inzwischen auch wieder stimmt. Andererseits ist es natürlich schon schön, wenn man eine gewisse Auswahl machen kann bei den Öffentlich-Rechtlichen und sagt einfach, das sind halt auch gefilterte Sachen, für die wir dann auch gewisse Qualitätsstandard halt haben, auch was das ganze Aufnahmetechnik und so weiter angeht. Aber das ist leider sehr schade, ja. Aber kann man nichts machen, wir haben es ja doch einige Jahre, ich glaube 20 Jahre oder was, durchgehalten. Das ist sehr lange für eine Sendung. Eben. Und der WDR, Wolfgang Back hat ja mit seinem WDR Cup 2 weitergemacht und Rudolf, die haben sich leider ein bisschen getrennt, die beiden, und machen dann zwei Sendungen. Wobei, ich sage mal, zwei Sendungen sind besser als eine Sendung. Im Zweifelsfall kann man sich ja anschauen, wer es mag. Ich finde die ganz nett. Immerhin, es läuft noch was, aber sehr schade, die ganzen Computersendungen sind im Laufe der Jahrzehnte alle wieder ausgestorben. Da waren am Anfang deutlich mehr, also Computer ABC und ich weiß nicht, was noch alles, Computerzeit und Sachen, Technik 2000. Also, Computerclub. Eigentlich, der war sehr stark damals und hat auch viele junge Leute animiert, da mitzumachen und sowas lernen. Und das ist ein bisschen schade, dass das jetzt eigentlich wieder eigentlich eingeschlafen ist. Also wie gesagt, Technikfeindlichkeit spürt man schon deutlich mehr als früher. Viele Sachen mit dem NDR-Kleincomputer damals versucht haben, in Schulen unterzubringen, ist heute noch nicht der Fall. Wir hatten damals Lehrerfortbildung gemacht, Multiplikatorenausbildung und so die ganze Didaktik auch für den Informatikunterricht versucht zu entwickeln. Das war dann halt noch von der Bundesregierung organisiert, Forschungsminister, Bildungsminister und so weiter, kennt man noch aus der Zeit halt Minister Riesenhuber und sein Sohn kenne ich übrigens auch. Genau, der ist jetzt aber beim MIT ausgewandert. Mhm. Naja, okay. Aber das ist eigentlich schade, ja. Also wie gesagt, so Sachen sind wieder verloren gegangen und es ist heute sehr schwierig, da Nachwuchs zu bekommen, der begeistert ist und da was macht. Und man, das Spielen ist eine schöne Geschichte, aber natürlich auch mal Spiele entwickeln ist natürlich auch eine feine Geschichte oder Technik überhaupt zu lernen. Mhm. Und in den Schulen wird da leider nicht so viel getan. Jetzt fehlt zum Beispiel dann der Stromkreis bald in der Physik raus, habe ich gerade mit Schrecken gehört. Also nicht mal mehr das. Das heißt, wo bleiben die Grundlagen? Heißt, wozu brauchen wir Grundlagen? Weil wir sind dann ein Volk von Bedienern und keine Entwickler und keine Ingenieure. Dann, wo kommen die eigentlich her, frage ich mich dann nachher irgendwann im Laufe der Zeit. Ne? Also die IT ist ein Mangelberuf. Ich sehe es auch selbst bei uns in der Region, wo jetzt keine IBM, Google und Apple sind, fragen viele Firmen einfach nach, egal welcher Beruf das jetzt ist. Sei das ein Fachinformatiker, Systemanwendung oder ein Informatikkaufmann oder sei das einer, der entsprechend als Systembetreuer arbeitet. Das sind Berufe, die sehr begehrt sind und spielen tun viel mehr als früher, aber die Anzahl der Programmierer sind in der digitalisierten Welt jetzt nicht unbedingt im gleichen Umfang gestiegen. Die Qualität ist sehr wichtig. Ich sehe es ja jetzt beim Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, da haben wir, im Projekt waren jetzt über 200 Studenten mit beteiligt an diesem CubeSats. Und das ist dann so die Creme de la Creme, die da zusammenkommt nachher letztendlich. Und auch da muss man viel unterrichten und beibringen. Elektronische Grundlagen und wie man Schaltungslayouts macht, wie macht man das ganze Weltall fest, ist nochmal eine andere Geschichte. Wie macht man es HF fest? Mit HF-Technik kennt sich auch fast niemand aus. Und das ist schon eine schwierige Geschichte, das den jungen Leuten dabei zu bringen und dann auch, wo soll auch die Erfahrung herkommen? Ne? Man, viele Sachen, wenn man bedenkt, Kunst oder sowas lernt man ja in der Schule schon Sachen oder Musik. Aber Elektronik und Programmieren und sowas, das kann man ja eigentlich vernachlässigen, was wir jetzt in Programmieren lernen. In der Schule ein bisschen Informatikunterricht. Aber dann wird da mit diesem Robot-Karol rumgespielt oder mit ähnlichen Sachen, das ist ja viel Tiefe auch dann nachher. Ne? Vom Gefühl her, Sie sind ja 40 Jahre dabei und es geht jetzt auch ein bisschen weg vom Ports of Call, aber finden Sie, wir sind im Gegensatz zu Amerika oder vielleicht auch inzwischen Asien ein bisschen abgehängter als früher, was die IT angeht? Denn wenn man die 80er und 90er anschaut, war das ja noch kein so ein klares Rennen. Also wenn ich jetzt sagen würde, es gibt irgendwann Google in Europa, würde ich sagen, Stand 2019. Wir haben ja vorher auch mal kurz über die Briten geredet, die wollen gerade aus der EU raus oder vielleicht auch doch nicht. Nur um das mal so zu verdeutlichen, in welchen Rahmen dieses Gespräch stattfindet. Für mich ist irgendwie so dieses Rennen früher, wenn ich jetzt zurückschaue, etwas offener gewesen als jetzt. Wie sehen Sie das? Das ist sicher so. Also Deutschland ist da deutlich abgehängt, nach meinem Gefühl nach. Das ist, würde ich so sehen. Da gibt es weniger Leute, die sich mit auskennen. Die Pioniergeschichten sind weggefallen.
wenn man, Asien ist sehr stark im Kommen, natürlich China und auch andere, auch Indien. Das war damals schon so, da hatten wir uns aus Indien Leute holen müssen vor 30 Jahren, die Doppeldoktor und Dings haben und so weiter. Das war da kein Problem. Und die haben dann Workstations programmiert und Unix programmiert und kannten sich damit aus. Da wird man auch heute noch kaum Leute finden hier, die da tief genug eindringen können. Ja. Mhm. In Amerika kenne ich aus dem MIT, da eine Professor, der dort tätig ist mit dem Raytracing und Zeug, da sind die alle fit. Das ist schon eine andere Sache. Man, da gibt's auch, da ist die Streuung im Bildungssystem natürlich deutlich größer. Aber damals vor 30, 40 Jahren, wo ich da war, wo wir die Sendung gedreht haben, hatten die in der Grundschule schon ihre Apple-Rechner stehen und die Kinder haben schon damit gelernt, mit Tastatur zu schreiben und das Zeug als Hilfsmittel zu verwenden. Da ist das selbstverständlich ein Hilfsmittel. In der Mittelschule überall war das vollgestopft und es ist heute genauso noch wie früher. Da wird einfach selbstverständlich mit umgegangen, mit den ganzen Werkzeugen. Und hier ist das immer noch so ein bisschen Tabuthema. Also das ist schon, finde ich schon relativ beängstigend eigentlich. Wir hatten hier auch neulich so eine Fachdiskussion mit Fraunhofer und so weiter über die Zukunft. Und da kam auch nichts Gutes raus, was so die Stimmung im Lande angeht, diese Technikfeindlichkeit, die sich da noch irgendwie durchschlägt. Man befragt, wo ist das zu gut, brauchen wir das überhaupt, wenn man das und bla bla bla. Und anstatt auch mal, oder auch die Investitionsbereitschaft ist äußerst schlecht. Es war auch schon vor einigen Jahren schon so, dass Risikokapitalfinanzierung, Kickstarter-Projekte und Ähnliches funktionieren in Amerika hervorragend, bei uns eher gar nicht. Da wird tausendmal abgeprüft, ob das ganz sicher ist und eine hundertprozentige, nicht risikobehaftete Risikofinanzierung sozusagen. So Geschichten. In Amerika sagt er, ist egal, ich habe jetzt 10 Firmen, das gefällt mir, das gefällt mir, das. Wenn da 2 gut laufen und die restlichen hops gehen, ist es wurscht. Dann haben ich mache trotzdem Geld. Ja, und jeder hat eine Chance gehabt, das weiterzuentwickeln, aber hier kriegen wir die Chance ja gar nicht erst, weil man das Geld gar nicht bekommt, um irgendwas Größeres zu machen. Und in Asien, in China, ich weiß nicht, wie es da ausschaut, aber generell das Gefühl, wenn man das Shenzhen anschaut und was da produziert wird und gemacht wird, die sind super fleißig und kennen sich jetzt, ja, die haben jetzt ihre erste Station auf der Rückseite vom Mond, ist auch schon mal was, ne? Übrigens, deutscher Amateurfunke hat die Kommunikation hergestellt, das ist nur nebenbei bemerkt, über den Satelliten nochmal und über eine Station, aber das ist schon sehr beachtenswert, das ist ganz klar, da läuft das halt, ne? Also ich hatte damals an der Universität eben auch Gründungsseminare, bei denen es eben in den Vorlesungen darum ging, dass Leute, die eine Firma zum Laufen bekommen haben und auch erfolgreiche Gründer waren, durchaus Probleme festgestellt haben, dass es eben einmal in der Administration sehr schwierig ist und auch insgesamt die Kapitalgeber, also Venture Capital, Risikokapital einzusammeln, in Deutschland wesentlich konservativer und problembehafteter ist als in Amerika. Und die haben alle einhellig den Tipp gegeben, auch welche, die zum Beispiel mit 1-2 Firmen gescheitert sind, Geld immer dann einzusammeln, wenn man es noch nicht braucht. Das ist allen Leuten, da waren sich alle Leute einig, die dieses Unternehmen gegründet haben. Da waren ganz interessante Sachen dabei, Leute, die in der Automobilbranche waren, Leute, die unter anderem auch dann für größere IT-Firmen wie zum Beispiel IBM wieder tätig waren, allerdings eben in der Zuliefererrolle. Und haben das über mehrere Vorträge in den Seminar vorgestellt. Also fand ich damals hochinteressant. Mein Studium war allerdings da mehr verknüpft mit dem wirtschaftlichen Teil und weniger mit den technischen Teilen, wo es eben um die physikalische Ebene geht oder eben um die technisch-mechanische Ebene, ja. Ich habe noch ein paar Fragen zum Spiel und zwar, wie lange hat es denn gedauert, das Spiel insgesamt zu programmieren? Wer waren Playtester, also bis es Goldstatus hatte? Das waren relativ wenig Playtester. Also gedauert hat, wir haben so ungefähr 2 Jahre dran rumgebaut, also parallel auch zur Dreharbeiten und sonstigen, bis es so einigermaßen soweit war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau zahlenmäßig, wann wir es dann bei Aegis wirklich vorgestellt hatten. Wir hatten es vorher nochmal bei Activision gezeigt. Wir waren auch schon mal bei Activision vorher. Dann war es noch in dieser rudimentären Phase noch zu früh für irgendwas, haben wir dann noch gebaut. Und dann sind wir halt zu Aegis gekommen. Aber es waren etwa 2 Jahre. Und wenn man jetzt PokXSL und sowas, da stecken jetzt viele, viele Jahre Entwicklungsarbeit verteilt über Jahrzehnte drin. Aber so der Kern erstmal. Und dann, ja, getestet haben wir eigentlich mehr oder weniger selber. Martin Ulrich und ich, viel mehr Tester hatten wir damals nicht. Das war auch ja das Netzwerk gar nicht da. Dann hatten wir natürlich Aegis und deren Leute dann dabei gehabt. In dem Moment, wo die mit dran waren, haben die auch alle getestet. Das ist ganz klar. Da haben wir dann unser Feedback gekriegt. Aber hatte das dann echt konservativ programmiert, mit hohen Sicherheitsfaktoren halt dann auch. Hatten Sie irgendwelche Bugs, die aus dem Spiel noch rausgeflogen sind in letzter Sekunde oder irgendeine interessante Geschichte, Streiche, die man vielleicht im Programmcode für Martin Ulrich hinterlassen hat oder irgendwelche Besonderheiten? Sind immer noch ein paar Sachen, die jetzt erst auftauchen, zum Beispiel Integer-Überläufe oder
Long-Integer-Inkompatibilitäten, die damals halt keine Rolle gespielt haben. Wenn man es portiert, merkt man dann da und dort nochmal was. Das war jetzt gar nicht so lange her, diese 64-Bit-Geschichten zum Beispiel. Aber so großartige Bugs hat man eigentlich nie drin gehabt. Ein paar Sachen, wo man sagt, oh, wir haben keine Scrollleiste für mehr als 200 Schiffe, aber es passiert dann nichts, man kann die nur nicht mehr anzeigen. Das läuft eigentlich immer noch relativ dynamisch weiter und war jetzt nichts Großartiges, was ich mich erinnern konnte, wo man mal in der Anfangsphase kam, halt da und dort noch ein Bug und ein Patch und Sachen und Überläufe. Bei PocketXL hat man ein bisschen mehr gehabt, noch natürlich beim Testen. Aber das hält sich eigentlich in Grenzen, das Ganze. Ja. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wenn ich das Spiel beende, steht da, Sparks und Beethoven hoffen, dass ihnen das Spiel gefallen hat. Ja, wie kommst du zu den Spitznamen? Die hatte Martin Ulrich damals für uns ausgesucht, ja genau. Das waren eigentlich die beiden internen Spitznamen für uns, ja. Wir wussten nicht, ob wir das unter Pseudonym veröffentlichen wollen oder unter realen Namen, hat man dann Sparks und Beethoven genommen. Heutzutage brauchen wir online so viele Namen. Verwenden Sie den Namen irgendwo? Oder? Nein, auch nicht. Gar nicht. Bisher nie mehr aufgetaucht. Also da hat man einfach nur im Spiel. Ah ja, okay. Ansonsten, ich schaue gerade so ein bisschen die Fragen durch. Ich habe noch allgemeine Fragen. Das geht dann eher so in die Richtung, rückblickend wirtschaftlich größer Fehler war wahrscheinlich mit Aegis Interactive Entertainment. Das ist da, das war sich da anzuschließen. Ja. Was würden Sie sagen, war die beste Entscheidung im Rahmen von der Marke Ports of Call, die Sie getroffen haben? Schwierig zu sagen. Also eigentlich die Eigenweitervermarktung und die Sache mit den Verträgen, würde ich sagen. Das hat am meisten Spaß gemacht. Da haben wir wieder Glück gehabt, wieder mal was Neues zu machen. Wir hatten auch mit Activision, Astragon damals ganz gut. Das war auch mal nicht schlecht, die Zeit, wo es funktioniert hat. Dann kam leider ein sehr hoher Zeitdruck auf, was sehr ungünstig war. Mhm. Für die Spieleentwicklung, das fand ich sehr schade, dass da das etwas unschön abgelaufen ist. Aber ansonsten war das nicht schlecht. Disney war sehr gut, ist immer noch. Disney geht seit 2005 bis jetzt aktuell noch Updates fahren in der Hardware. Und da ist eine echt super Kooperation. Wir hatten auch Videos gekriegt von denen, von der Kapitänsbrücke und Sachen und Zeugs. Und mit dem Schiff, da gibt es auch lustige Anekdoten gefahren mit dem Disney-Schiff. Ich habe Martin Ulrich immer hingeschickt. Der kennt sich mit Maritim. Ich bin kein Fan von Wasser und bewegten Objekten auf dem Wasser. Aber egal. Sie sind eher für die Binnenschifffahrt dann mal zuständig. Genau. Ich muss auf jeden Fall zu Hause hocken. Und das war ja auch, einer muss ja hier bleiben zu programmieren. Und dann haben wir dann die Codes rübergeschickt, das war damals ja mit Internet auch noch nicht so, 2005 ging es schon so gerade, aber auf dem Schiff ist schon wieder eine Besonderheit. Und während das Schiff noch zusammengebaut wurde, das muss man sich jetzt wörtlich vorstellen, haben wir ja schon installiert dort auf dem Schiff. Und waren dann so Scherz in der Kreuzfahrtschiff, cool. Ja, Martin sagt, super, du fährst auf dem Kreuzfahrtschiff, gar kein Thema, ne? Und dann steigt er da ein und geht es halt schon damit los, dass die ganzen Restaurants nicht funktionieren, ja? Das heißt also, man muss sich beim Restaurant anfangen, dann gab es also irgendwelche Ananas mit Strinke, die Toiletten funktionierten nicht, die Lichter waren noch nicht eingeschaltet, es lief im Laufe Tag zu Tag, wurde das dann besser und dann, wo alles funktionierte, musste er raus. Dann war es fertig mit der Installation. Dann war top. Ich sehe schon, Lichter beschäftigen Sie in Ihrer Karriere, wenn Sie öffentliche Events haben. Ja, schon. Andere Mal sind wir hingefahren zum Update, das war auch lustig. Dann waren wir schon bekannter bei den Disney-Leuten auf dem Schiff. Installiert, zwei Schiffe gleichzeitig am Hafen gewesen, konnte mal von einem Schiff zum nächsten springen und wieder zurück und dann war er fertig und musste zum Flieger. Taxi, das ist jetzt blöd, ne? Haben wir gefragt, da ist ein Bus, gibt es einen Bus für die Passagiere? Und dann fragte, wie können wir mit dem Bus fahren? Dann sagte er, nein, dann müssen wir so einen Controller fragen. Dann war irgend so ein Controller dann daneben, die das entscheiden und sagt, ach, Ports of Call, Sie haben den Simulator. Ah, Moment, da schreibt er Papier aus. Und dann dachte er, naja, jetzt geht er mit dem Papier, jetzt darf er halt dann mitfahren, mit der nächsten Fuhre, die dann losfährt. Nee, er hat die Tür zugemacht und ist losgefahren. Und dann hat er dann geliefert, persönlich, privat mit dem Disney-Bus. Ne? War nicht immer cool. Ja. Auch nicht schlecht. Wir haben ein Bild entdeckt bei der anderen Präsentation von Ihnen. Da zeigen Sie unter anderem Ports of Call mal in einer IMAX-Version und spielen das anscheinend auf diesen großen Kinoleinwänden. Und, ja, genau. Gibt es da unter anderem eine Hintergrundgeschichte, wie Sie da an dieses Event gekommen sind? Ist es eben im Rahmen dieser Schiff-Präsentation oder war das ein eigenständiges Event? Das würde uns mal interessieren, weil wir haben dazu nur dieses Bild gesehen, wo Sie am Schaltpult sehen. Leider kein Bild von der Leinwand. Das wäre natürlich das auch mal sehr interessant. Ja, das war dann etwas schwierig mit der Leinwand in Stereo, aber von dem abgesehen, es war so, dass ein Event, der stereografische Projektionen und Techniken vorführt, also eine kleine Konferenz, und ich kenne auch den Autoren, der das damals da veranstaltet hat, sehr gut, und gesagt, er fragte mich, ob ich da irgendwas habe, und sagte, das ist kein Problem, wir haben das Ports of Call ja auch stereotauglich, und haben dann Anpassungen vorgenommen für die beiden IMAX-Projektoren,
und es dann auf den IMAX-Projektoren mit portiert, ist kein großes Drama, weil das ist eigentlich normale PC-Ansteuerung mit entsprechenden Bildschirmen. Und das dann auf dem Ding auch noch justiert, was die Parallaxe angeht und so weiter, ausgetestet mit den Brillen. Und dann hat man dann auch das Publikum dann da unten drunter gehabt und haben oben dann so runde Ports of Call 3D-Sim gespielt. Und genau, das war mit dem Film schwierig, weil gleichzeitig es gibt noch ein paar Videos, aber müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir zeigen. Copyright. Aus dem Publikum raus konnte man filmen, man sah da nicht viel, weil man ja Doppelbilder sieht mit der Kamera, die dann nicht so beeindruckend ausschauen. Aber so haben wir es vorgeführt. Dann war auch, es gibt ein weiteres, noch einen kleinen Simulator, den haben wir für Arland eigentlich entwickelt. Das ist ein Museum zwischen Norwegen und Dänemark, schießt mich tot auf einer Insel. Da läuft der Simulator immer noch und mit einer Konsole, die man dann halt auch da spielen kann. Und hatten die dann dort halt auch noch für Stereo verwendet und gezeigt und konnte dann auch nochmal selber mit wichtigen Schiffseingabegeräten dann auch arbeiten und so. Das ist, also diese Stereo-Events waren damals noch großer Hype. Da gab es ja das iMac, das gibt es ja jetzt nicht mehr im Deutschen Museum damals, das haben sie ja dann leider aufgegeben. Aber das war noch so die erste Runde, wo das ganz frisch war mit den großen Geräten. Das ist mal ein schnuckeliges kleines Projektorchen, da kann man sich schon was, den Bildschirm, geht da was. Ja. Also ich glaube, die sind da auch an die richtige Adresse mit Ihnen als Bastler geraten, der dann sowas auch umsetzen kann. Denn genau. Viele wüssten ja gar nicht diesen technischen Hintergrund, das dann auch auf die Schnelle umzusetzen, weil man hat solche Räume ja nicht zeitlich unbegrenzt, Gegensatz zu den eigenen vier Wänden. Genau, da musste man schon viel ausprobieren und vorher überlegen, ja, genau. Mhm. Was mich noch interessieren würde persönlich ist, ich habe lange auf Ports of Call gewartet, dann gab es irgendwann, ich weiß nicht, ob Ihnen Humble Bundle ein Begriff ist. Nein. Das ist so eine, eigentlich eine Seite, bei der man legale Spiele-Keys kaufen kann. Aha, okay. Und 10% gehen immer an Charity und 10% gehen immer an den Store-Betreiber und 10% oder 70-80% landen bei dem Entwickler. Und die bieten immer zusammengebundelt zu Themen meistens Spiele an im 14-tägigen Rhythmus. Das könnte zum Beispiel ein Strategie-Bundle sein, bei dem verschiedene Titel, 3 gibt es für $1, 6 gibt es für, wenn man mehr zahlt, das ist der Durchschnitt und bei $10 gibt es eben ein relativ neues Spiel. Sind normalerweise ganz interessante Anlaufadressen und darüber habe ich mal Transocean gekauft. Das ist ein Spiel von 2015 und habe das unter anderem gespielt und habe mich sehr an Ports of Call erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ganz einfach, das sagt uns das, dass wir beinahe einen Prozess angefangen haben, leider nicht, weil das Spiel ja schon so alt ist, es nicht mehr schützbar ist in der Form. Astragon, für die wir ja sogar Verträge haben, haben das einfach nachmachen lassen. Ja, und das war eine ziemlich fiese Aktion. Wir werden auch definitiv nie mehr mit Astragon irgendwas zusammen machen. Ja. Ganz einfache Aussage aus der Geschichte. Ja. Also Transocean, The Shipping Company, war nämlich aus meiner Sicht eben so ein bisschen dieses Ports of Call, ein bisschen großzügiger, was Hafeneinfahrten angeht. Ja. Es gab natürlich irgendwas, wo man zum Beispiel medizinisches Material, besondere Vorkehrungen auf dem Schiff gebraucht hat oder man konnte mehrere Lasten auch aufnehmen. Zum Beispiel war das Schiff mit 40% Medizin voll und mit 60% Landwirtschaft. Beim ursprünglichen Klassiker tut man ja eine Ladung nehmen und fährt dann eben zu Punkt B. Genau. Das war da eben anders, aber ansonsten habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt. Natürlich, das ist ein Klon. Und wir haben auch, wir haben enorme Probleme gehabt, einen Haufen Anschriften von Leuten, die das verwechselt haben und von uns den Support haben wollten und sowas. Ich fand das eine ziemlich fiese Aktion. Also das ist einfach nur deshalb, ich habe mich auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigt, weil ich weiß, dass da immer kommt direkt ab und sagt, bitte, wenn die das unbedingt haben wollen. Also ich habe es ich habe es ein paar Stunden gespielt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich kehre halt dadurch, dass ich nostalgischer Spieler bin, eher zu den Klassiker zurück als zu der modernen Version. Aber deswegen ist es ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Die sitzen auch, glaube ich, in Hamburg, die Leute, die das unter anderem entwickelt haben. Ja. Okay, das aber sind das dann ist immer so die Sachen, die einem dann das Weitermachen an Spieleentwicklungen vergräulen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn es so extrem ist wie in diesem besonderen Fall. Okay. Eine Sache noch bei Ports of Call. Sie haben ja jetzt gesagt, es gibt eine neue Version und arbeiten daran immer schubweise, je nachdem auch wer Zeit hat, wer sich anschließt und manchmal auch wahrscheinlich große Stücke auch alleine immer wieder weiterentwickeln oder umgesetzt. Wie gibt es so eine Art Roadmap, was für Ports of Call noch in den Planungen steht? Ja, doch, ein bisschen was schon. Also, ich sag mal, lange auf der Wunschliste steht eigentlich die Online-Version von Ports of Call. Das ist sehr gut. Echtzeit, das ist nicht ganz trivial, das umzusetzen. Wir haben uns da schon viele, viele Gedanken gemacht, auch mit Martin, wie man das vernünftig machen kann, das in ein Echtzeitspiel zu setzen. Und wir sind noch nicht ganz klar, ob die Timescale 1:1 sein wird oder 4:1 oder irgend sowas. Aber im Prinzip ist es machbar. Und da haben wir auch schon Versuche gemacht. Wir hatten auch schon mal einen Partner, der angefangen hat mit Servern und Experimenten
und haben das dann immer aus Zeitgründen auch einfach vor uns herschieben müssen, das Ganze. Aber die Online-Thematik ist natürlich groß, weil das hätte natürlich auch nochmal ganz neue interessante Eigenschaften. Ja, das Spiel würde sich verändern. Ja, natürlich. Ja, ja. Man hat dann auch wirklich die anderen Schiffe im Hafen, die einen dann, die stehen dann auch von den anderen Leuten rum. Ne? Und dann ist es ja auch nicht schlecht. Man kann alles möglich passieren. Wenn man dann eins rammt, dann haben beide natürlich Spaß. Ja. Versicherung und Ding. Oh, das ist aber gefährlich. Das ist so ähnlich wie andere Leute über den Haufen schießen, ja, ja, das bei GTA und so. Das mögen manche Spieler auch nicht so. Vor allen Dingen, es müsste ja dann auch auf jeden Fall Nachteile, also wie im echten Leben halt auch. Ne? Das gibt ja Ärger für beide. Also der rammt, zahlt und der geht unter Umständen dann pleite. Der andere hat aber auch Probleme, weil vielleicht die Versicherung nicht gedeckt war und so weiter und so fort. Termingeschäft nicht eingehalten werden kann und so weiter. Also, ja, ja. Ist eine Sache, wo man sich, ich sag mal, sowas muss man sehr genau überlegen, wenn man das will. Und wie viel man davon will und wie viel Konkurrenzsituation da entstehen soll. Aber es gibt da genügend andere Varianten, die man da auch ausspielen kann, ohne dass man gleich auf sowas kommt. Ja. Aber also ich kann ja weiterhin sagen, Ports of Call ist für mich weiterhin auch ein Spiel, wo ich gerne mal eine Stunde spiele oder auch zwei. Ja. Wie gesagt, ich kann es nur noch nebenher spielen. Richtige 10-Stunden-Sessions wie früher am Wochenende irgendwie, das geht nicht mehr. Ja, im Hintergrund schreit Mama. Das funktioniert nicht mehr ganz so. Und dafür ist das Spiel ja weiterhin auch gut oder sogar sehr gut geeignet, wenn man eine Schwäche für Handelssimulationen hat. Für mich ist es aber immer noch unerklärlich und vielleicht haben Sie da eine Erklärung für, warum Handelssimulationen immer so typisch deutsch gelten, die Pfeffersäcke, die das eben wirklich nur Verkaufserfolge in Deutschland feiern und international eigentlich wenig Beachtung und auch meistens keine so guten Noten kassieren und in Deutschland in den Magazinen ja durchaus hoch angesehen sind. Ich weiß es nicht, ja, schwierig, es ist ein bisschen andere Mentalität. Meine Hansa ist ja, wie der Name sagt, Hansa, das klassische Spiel ja schon damals, hat ja schon den Namen getragen von der Hanse-Gesellschaft und von den ganzen Sachen, die eigentlich auch aus diesem klassischen Trade herkommen. Das ist zwar in Amerika ja auch nicht wirklich anders, da wird ja auch gehandelt und gemacht, aber ob das bei den Leuten dann so bewusst ist, das zu spielen, weiß ich nicht. Ja, teilweise eher europäisch jetzt noch, holländisch, dänisch, norwegisch, da haben wir mit Ports of Call auch gute Erfolge. In Mitteleuropa. In Amerika ist eher schwierig, weil ich glaube, da ist der Schwerpunkt einfach anders. Die wollen halt vielleicht auch die Ballerspiele eher haben oder sowas. Ich weiß es nicht, ob das so oder ob das andere Bewusstsein dafür fehlt oder der Spaß dran nicht entsteht, vielleicht historisch bedingt, keine Ahnung. Ich glaube, dort muss man mit. Ports of Call wurde auch schon da viel gespielt, aber nie so wie hier jetzt. Das ist ja nicht so lange, weil das ist eigentlich schon typisch, ja. Ich glaube, in Nordamerika muss man tatsächlich mit Sport irgendwie agieren, weil da sind sie ja absolut motiviert, mit Statistiken zu hantieren. Vielleicht ist es beim Online-Charakter anders, aber ich glaube auch nicht wirklich, weil die Online-Spiele sind ja auch anders aufgebaut wieder ein bisschen im Moment, ja. Sie haben ja angesprochen, dass Sie unter anderem auch in der Community, in den Modellen durchaus mal, wir müssen ein bisschen aufpassen, die Kamera ist entweder ein bisschen verrutscht, jetzt sind Sie wieder voll im Bild, weil die letzten 10, 15 Minuten ist es ein bisschen gerutscht. Ja, noch verkraftbar. Genau. Die Community hat sich ja unter anderem eingebracht in früheren Teilen, was Sie gesagt haben, mit Artwork, mit entsprechenden Ideen. Binden Sie die Community auch immer wieder ein? Also ich weiß, das Forum wird von Ihnen manuell gecheckt, aber gibt es irgendwie eine rege Kommunikation? Wie viele Leute sind ungefähr Teil der Community, aktiv und natürlich auch inaktiv, nur Teilnehmerzahlen? Weil das wäre mal ganz interessant, so einen Überblick zu haben, wie groß denn die Ports of Call-Gemeinde ungefähr ist. Ja, ja, genau. Also Forum ist jetzt schon sehr dünn geworden, natürlich, weil sich auch wenig tut. Jetzt auch von unserer Seite passiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nicht so viel wie früher, wo man dann teilweise bis zu 200 Leute gleichzeitig online hatte. Das ist so mal von den Zahlen her und ein paar tausend Mitglieder. Das schläft jetzt schon ein bisschen stark. Ja. Insgesamt Ports of Call von den Lizenzen 20.000, 30.000, 40.000, 70.000, vielleicht sowas in der Art über die Jahre, die noch irgendwie erreichbar sind. Aber vom Forum her nicht so wahnsinnig viele jetzt, die aktiv mitmachen. Ab und zu kommt meine Anfrage, was ist denn bei euch, geht's noch weiter oder so? Aber wie gesagt, im Moment gerade ein bisschen schwierig, viel zu machen von meiner Seite her. Das hoffe ich, dass es jetzt wirklich wieder deutlich besser wird. Aber wir schieben es gerade hin. Das ist halt ein Spiel, was sich auch über Jahrzehnte entwickelt, sage ich mal. Genau, es reift wie guter alter Wein. Und Sie können ja durchaus auf unseren Podcast hinweisen. Genau. Vielleicht hört der ein oder andere rein und entdeckt da auch genügend Informationen, die interessant sein könnten, wenn man die Ports of Call-Reihe weiterhin spielen möchte, auch in Zukunft, beziehungsweise wie wir wohlige Erinnerungen damit halt in der Vergangenheit gesammelt hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Link dann nachher auch auf das Internet. Genau, also wir stellen Ihnen auch das Material zur Verfügung. Ja, gerne. Sie können dann aber auch auf uns entsprechend hinweisen, das ist überhaupt kein Thema. Machen wir.
auf jeden Fall, ja. Ja, was ich sehr interessant finde, wir sind ja relativ weit am Ende des Gesprächs. Sascha, hast du noch eine Frage? Nee, alles also erstmal vielen Dank, dass es sehr unkompliziert geklappt hat, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Als Abschlussfrage oder so als Abschlussthema finde ich sehr interessant, dass Sie sich sehr von der Realität her genähert haben, sehr realistische Ansätze hatten, insgesamt diese Abbildung der realen Welt in den Vordergrund stellen, denn wir haben mit anderen Spieledesignern gesprochen, denen ging es vor allem um den spielerischen Fortschritt oder denen ging es vor allem darum, die Spieler eben bei Laune zu halten. Und dann war es egal, ob das ein bisschen arkadiger ausfällt oder der Realismus so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das fand ich sehr interessant und auch sehr angenehm, dass da jemand auch mal einen Ansatz verfolgt, der vielleicht, was die absoluten Verkaufszahlen angeht, nicht überragend sein wird, aber zumindest spaßige Spiele hervorbringt und auch Spiele, die einen tieferen Anspruch an sich erfüllen. Und das möchte ich sagen, dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, nicht nur als Teil des Podcast-Teams, sondern auch allgemein als jemand, der die Spiele auch in der Vergangenheit sehr gern gespielt hat. Ja, Dankeschön nochmal. Genau, vielen Dank. Ja, finde ich auch ein wichtiger Punkt, den mir persönlich auch viel dran liegt. Ja, genau. Sehr gut. Ja, von unserer Seite, ich bin fertig mit den Fragen. Sascha, hast du noch was? Bei mir genauso. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch und auch für viele Stunden Computertreff in meiner Vergangenheit, in meiner Jugend. Und ja, nö, ich bin durch. Gerne, ja, wunderbar, dann eigentlich auch. Sonst genau. Wenn Fragen sein sollten und die Community auf einmal explodiert und wir auf einmal hunderte Fragen an Kommentaren haben oder neue Forenanmeldungen bei Ports of Call, dann gehen wir natürlich gerne in ein Anschlussinterview nochmal drauf ein. Falls nicht, dann sprechen wir uns vielleicht nochmal in 20 Jahren über die Nachfolger. Genau, dann schauen, was da noch an den Haaren übrig bleibt. Genau. Genau, ja, das ist bei mir inzwischen auch nicht mehr ganz so ohne. Ja. Alles klar. Ja, dann vielen Dank an alle Zuschauer und bis bald. Ja, ihr kriegt die Podcast-Folge auch entsprechend auf unserer Webseite, auf Spotify und auf iTunes. Und wie gesagt, der Herr Klein hat dann auch entsprechendes Format, was er vielleicht auf seine Webseite einstellt, wenn er möchte. Genau, mache ich doch. Ja, wunderbar. Danke. Bis zum nächsten Mal und adieu an alle Zuschauer. Tschüss.